Ihr hört von hinten. Ups. Johannes? Ja, ihr dreht euch um, ihr seht Johannes da. Als hätte man ihm das komplette Fleisch unter der Haut weggezogen. Und er ist nur noch ein Skelett mit viel zu viel Haut. Und die halt total rissig ist. Und man sieht halt, dass die Lippen sind zurückgezogen, die Zähne gucken raus, die Augenhöhlen sind riesig. Und die Augäpfel sind nur so zwei verschrumpelte weiße Tischtennisbälle irgendwo da tief drin. Und er versucht so nach Brynja, er versucht so nach dir zu greifen. Ich weiche aus. Halvor Axt! In den nordischen Eddas heißt es, der Untergang der Götter würde vom großen Winter eingeleitet. Dem Fimbulwetter. Eine 3 Jahre andauernde eisige Finsternis. Der Fimbulwetter kommt, wenn die Menschheit alle Gesetze und Moralvorstellungen verloren hat. Dann bricht das Zeitalter des Wolfs an. Geprägt von Krieg, Mord, Ausschweifung, Raub und Plünderung. Kurz gesagt, ein Zeitalter, in dem die Titanen der Unterwelt obsiegen. Der Untergang der Götter ist prophezeit und unabwendbar. Der Untergang der Welt ist es jedoch nicht. Und so ist es an den halbmenschlichen Nachkommen der Götter, zu retten, was zu retten ist. Das Schicksal der Menschheit liegt in eurer Hand. Jetzt steht ihr quasi in diesem Raum, in diesem Bürogebäude von dieser Kfz-Halle da im Militär und ihr seht, wie draußen der Aschesturm tobt und tote Soldaten, tote Uniformierte aus allen möglichen Kriegen und Epochen mit ihren tödlichen Verletzungen und ihren blutigen Uniformen und Rüstungen rastlos über das freie Feld des Militärgeländes Strohmann und sich umschauen dabei. Ja, zurück und die anderen waren, aber leise. Wie viele Zwischentüren und Wände gibt es jetzt noch bis nach draußen? Also wenn ich zurück in die Halle gehe? Ach, du meinst von dem Fenster zurück in die Halle? Hm. Das sind nur 2 Türen, das sind 2 Büroräume nur. Ich glaube, du warst da mit Ivy zusammen, ne? Und wir beide waren am Schlafen oder was hatten wir gemacht? Ja, genau. Ja. Und ihr seid auch schon wieder zurück und habt, glaube ich, die Tür zugemacht. Ja, euch. Ja, ja.
Ich würde dann aber, glaube ich, bevor die irgendwas Dummes tun, bevor Halvor irgendwas Dummes tut, das mit Sunny so absprechen, dass wir uns möglichst ruhig verhalten, alle Lichter löschen, dass wir nicht Gefahr laufen, entdeckt zu werden. Okay. Ja, ist sie dabei. Sie macht auch trotzdem ihre Waffen bereit für den Fall, dass. Ja, wir würden die ja auch wecken, wenn was passiert. Aber ich hoffe, dass wir einfach nur hier abwarten. Ich würde behaupten, die wachen so oder so auf, weil es ganz schön heftig an den großen Stahltoren rüttelt von der Halle. Okay. Dann rappel ich mich mal langsam auf, versuche mich zu orientieren. Und wenn ich Brynja und Sunny dort sehe, fokussiere ich meinen Blick ein bisschen. Ist alles in Ordnung? Ich habe so die Decke über mich drüber, habe auch eine dicke Winterjacke mit diesem Pelzkragen und sitze da und da draußen ist irgendwas. Aber nichts, was wir bekämpfen sollten. Wir versuchen uns einfach nur ruhig zu halten. Was denn? Ich schaue mich nach meiner Axt um. Soldaten. Viele Soldaten. Tote Soldaten. Untote Soldaten, was auch immer. Untote Soldaten? Ja. Ich rüttel mal Matteo. Matteo. Ja. Was ist los? Steht was an? Sind wir in Gefahr? Da draußen sind untote Soldaten, sagt Brynja. Viele. Sehr, sehr viele. Untot? Ach du Scheiße. Du hörst jetzt auch den fegenden Wind draußen, den peitschenden Wind und das Rattern an den Toren, das könnte genauso gut auch der Wind sein. Also es scheppert halt ziemlich, ziemlich doll mittlerweile. Umso erstaunlicher, dass du so tief schlafen konntest. Wie viele sind das? Viele. 10? 20? Die suchen. Also die sind draußen und sehen sich um. Also als wir gesehen haben, dass sie durch diesen Sturm gehen, haben wir uns möglichst schnell versteckt, damit sie uns nicht entdecken. Wenn die wissen, dass wir hier drin sind und sie das hier umstellen, ich fürchte, die sind weit in der Überzahl. Ich zieh meine Rüstung an. Ich glaube, Halvor, jetzt ist nicht die Zeit für große Heldentaten. Ich glaube, wir sollten uns bedeckt halten, wie Brynja gesagt hat. Ich stimme euch zu, aber wir sollten uns auf alles vorbereiten. Und also ich verstehe jetzt, wir sind in dem Hangar drinne. Der Hangar hat keine direkten Fenster. Wenn wir jetzt in den Nebenraum gehen, da hätten wir Fenster, da könnten wir nach draußen. Nee, ihr habt das ist kein Hangar, es ist tatsächlich so eine. Das ist wie so eine gemauerte Lagerhalle. Ja. Ne, mit Oberlichtern und großen Metalltoren. Das ist wie so ein altes Feuerwehrhaus, weißt du? So ein altes Schützenhaus, wo die große Tore, wo halt die Fahrzeuge alle drinnen stehen, einfach mit zwei angrenzenden Büroräumen. Ja. Also ihr habt Oberlicht, aber es ist halt dunkel und ihr seht dann nur Regentropfen oder eher so Ascheflocken, die da vorbeifliegen. Aber das sind nur Fenster oben in den Decken, die sind nicht in den Wänden. Ja, doch, in den Wänden, aber direkt unter der Decke, ne? Also. Ja, okay. Ja, klar. Mhm. Okay. Und die Fenster, durch die man die Untoten sehen könnte, wäre quasi der Raum weiter. Genau, die Büroräume. Ja. Dann lade ich alle meine Sachen schon mal in den Dingo, gucke, dass die zusätzlichen Benzinkanister auch drauf sind und vergewissere mich, dass der Schlüssel steckt. Okay, ja. Und ich trage die ganze Zeit meine Axt bei mir. Ist ja klar. Matteo würde auf allen Vieren so an eins der Tore kriechen und würde quasi mit dem Ohr horchen, ob er irgendwas hören kann, ob quasi das jetzt nur der Wind ist oder ob wirklich da, um irgendwie vielleicht zu hören, wie viele Untote das sind und ob die Untoten irgendwie kommunizieren, sagen wir jetzt mal untereinander, ob die irgendwie Laute von sich geben oder ob die einfach nur still weiter trotten. Okay, dann würfel doch mal bitte Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.
Nur ein Würfel. Das könnte unfeuerlich werden. Eine 3. Okay. Du hörst außer dem Pfeifen des Windes wirklich rein gar nichts. Matteo, ist da irgendwo ein Schalter, mit dem man das Tor öffnen kann? Warum sollen wir jetzt das Tor öffnen, Halvor? Nur für den Fall der Flucht. Ich gucke mich kurz um. Kann ich irgendeinen Schalter irgendwas sehen, irgendeinen Mechanismus? Diesen Oldschool, da gibt es einen Griff. Halvor, hier ist nur ein Griff und ich würde sagen, wenn der Fall der Fälle ist, bretter einfach durch. Das ist ein Humvee, das ist ein gepanzertes Fahrzeug. Damit kommst du da durch. Schätze ich die, ich nehme an, das ist ein Lamellenrolltor. Komme ich da durch? Nee, nee, das ist ein richtiger große Schwingflügel. Ah, okay. Verstehe. Ja, wenn ich auch das Gefühl habe, dass das klappen könnte, dann bin ich beruhigt. Ich setze mich schon mal hinten ins Auto. Das ist nur sicherheitshalber. Die einzige Möglichkeit, dort reinzukommen, wäre ansonsten über den Bürozugang, der im Nebenraum ist. Es gibt keinen Bürozugang im Nebenraum. Alle, die reinkommen, müssen durch die großen Stahltüren. Ah, okay. Okay. Ja. Ich warte auch ab. Schau vielleicht ab und zu mal ganz vorsichtig, gehe ich an die Tür und versuche von dort aus in den Raum und durch die Fenster nach draußen zu spähen. Ja, wenn du das ist ja dann eine normal große Tür, die ne, von der Halle in die Büroräume führt. Wenn du die aufmachst und durchguckst, siehst du, wie die wirklich lautlos alle nur so nach vorne gucken. Und dann so auch nicht im Eiltempo oder so, sondern wirklich langsam draußen vor dem Fenster durch die Dunkelheit starksen. Und du siehst zig, wahrscheinlich Hunderte oder Tausende. Du kannst nur nicht so viel sehen, weil du ja nur einen relativ kleinen Ausschnitt hast. Aber du siehst, dass dicke Flocken durch die Luft gepeitscht werden vom Wind. Es ist kein Schnee, es ist Asche. Und der, den du da draußen gerade langstarksen siehst, hat eine griechische Uniform, also einen griechischen Panzer an und wie heißen die? Weiß nicht. Keine Ahnung. Denkt ihr wieder gerade über das Römische Reich, ne? Ich weiß es nicht. Genau, der starkst da gerade lang so und der guckt sich aber auch mal so ein bisschen seitlich um und du siehst halt, dass ihm der halbe Kopf fehlt. Und der starkst halt da lang und hat in einer Hand so einen langen Speer. Aber die laufen im Grunde ziellos über den Kasernenhof. Das ist jetzt nicht so, dass die in unsere Richtung gucken. Die gucken sich immer um. Also die gucken auch in die Fenster rein. Okay. Aber ihr habt ja Licht aus in der Halle. Ne? Ja. Also der guckt halt, du siehst halt, dass er in deine Richtung guckt. So. Ja, okay. Und geht dann aber weiter. Aber was dir auffällt, dann kannst du mal, wirf mal Aufmerksamkeit, bitte. Ja, dir fällt nichts auf. Ja, gut, dann gehe ich vorsichtig zurück und setze mich, wenn da noch niemand sitzt, vorne auf den Fahrersitz und warte dort mit versteinerter Miene. Sind viele. Habe ich doch gesagt. Ich sitze hinten, habe so die Decke auch hochgezogen. Matteo robbt dann wieder so leise wie möglich wieder zurück, setzt sich dann auch ins Auto, wo noch Platz ist. Da draußen ist es mucksmäuschenstill, die geben keinen Laut von sich. Die stöhnen nicht, die gar nichts. Abgesehen von dem Aschesturm. Das sind ja auch keine Zombies, das sind Krieger. Ich habe dann auch die Tür für dich geöffnet, als du zum Auto gekommen bist und habe sie ganz leise zugemacht hinter dir. Es sind untote Krieger. Ja.
Ihr seht plötzlich, also Halvor, wer sitzt hinten? Brynja sitzt hinten, ne? Ja, ich habe Matteo die Tür hinten auch aufgemacht. Also sitzt ihr beide hinten und Halvor sitzt vorne. Ja, Sunny ist ja auch noch da, dann sitzt Sunny noch mit vorne. Halvor, du siehst plötzlich, dass sich am Tor ein Schatten abzeichnet. Und dann guckst du erst, was ist das denn? Und das dauert ein paar Sekundenbruchteile, bis dir klar wird, dass da wie so ein Phantom einfach durch das Tor durchgeht. So, du siehst, da ein, sieht aus, als würde der aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg kommen, mit so einer Muskete in der Hand und so eine Nordstaaten-Uniform, aber halt blutdurchtränkt, und er trägt die Muskete auch an einem Arm, weil der andere Arm hier abgerissen ist. Und er hat auch offensichtlich eine Kugel in den Kopf gekriegt, die Mütze fehlt, die Haare sind blutverkrustet. Und der kommt da einfach durch, so durch die Tür. Und geht so in so einem anderen Winkel, also er geht nicht direkt auf euch zu, sondern er geht in so einem Winkel in die Halle, der an eurem Dengo vorbeiführt. Aber er guckt sich halt so um und geht da durch, einfach. Und ihr beide seht den jetzt auch. Und er macht kein Geräusch, kein Schrittgeräusch, gar nichts. Und ihr seht jetzt, dass er so leicht fasert, als würde er aus einer schwarzen Wolke bestehen. Also er zieht so, wisst ihr, was ich meine? Er zieht so leichte Schwaden hinter sich hinterher. Ich glaube nicht, dass wir dem den Kopf abschlagen können. Plötzlich ruckt der Kopf in eure Richtung. Oh, scheiße. Wie weit ist er von uns entfernt? Also 5 Meter oder so, würde ich sagen. Er steht aber nur da und guckt in eure Richtung. Friere ich ein in meinen Bewegungen und setzen. Ich auch. Ja, er hebt seinen Arm stumpf und legt die Machete, seine Muskete da oben drauf. So. Und scheint irgendwo scheint zu lauschen und schwenkt die so in eure Richtung und dreht die immer so von links nach rechts. Und aber hält sein Ohr so in eure Richtung, das heile Ohr, was noch da ist. Ich versuche möglichst nicht zu atmen und keine Geräusche zu machen. Meine Hand wandert langsam und geräuschlos zum Zündschlüssel, verharrt aber da drauf. Ich mache mich bereit zum Starten. Ein zweiter tritt jetzt durch die Mauer. Die wissen, dass wir hier sind. Wir müssen hier weg. Das ist ein... Er hat eine Pickelhaube. Pickelhaube und so eine olivgrüne, richtig fette Filzuniform. In einer Hand so eine Stielgranate und in der anderen Hand so eine Mauserpistole. Brynja, wo ist Johann? Der salutiert gerade. Ja, genau. Johann ist hinten im Kofferraum. Ja, der ist im Kofferraum. Was sind so viele da draußen? Wenn die alle reinkommen, hilft uns das auch nicht. Ich starte den Motor. Bevor du das machst. Fürs Protokoll, die Tore sind verschlossen. Ja, ja. Das ist ein Dingo. Deutsche Bau, deutsche Qualitätsarbeit. Du weißt nicht, wie gute Türen die Schweden bei den Norwegern bauen. Matteo hat gesagt, ich komme da durch. Famous last words. Das passt. Weißt du, da wünscht man sich mal, dass man sowas hätte, also, aber ich habe nichts, was irgendwie, ich würde gerne Geräusche im anderen Teil dieser Halle produzieren. Das wäre das Einzige, was mir einfiele. Ich habe ja auch meinen Bogen.
Ich habe meine Ausrüstung an mir dran irgendwie da so mit reingerumpelt. Und ob ich es irgendwie schaffen würde, so möglichst leise einen Pfeil in irgendeine Ecke zu schießen. Also, das, ja, Fenster aufgehoben. Ja, deswegen ja. Das, könntest du tun? Ich würde es versuchen wollen. Und dann vielleicht an der gegenüberliegenden Ecke gegens Tor schießen, damit es gegens Metall knallt und laut ist. Was aber nichts hilft, wenn dann irgendwie alle kommen. Das stimmt. Es ging mir nur darum, dass die, die jetzt hier drin sind, sich in die andere Richtung wenden. Also ich will nicht so Krach machen, dass die von draußen auch noch reinkommen. Ich würde es versuchen wollen. Aber ich halte nochmal kurz meine Hand auf deinen Bogen und schaue nochmal zu dem Tor. Ich habe jetzt den Eindruck, dass ich doch nicht glaube, dass wir da durchkommen mit dem Auto. Ihr könnt ja Johannes losschicken, das Tor aufmachen. Ja, ganz ehrlich, wofür haben wir denn so einen... Warum vertraust du mir nicht? Wir können aber, wir können mit Kompetenzwürfeln können wir Fakten schaffen. Das heißt, man könnte einen Fakt schaffen, dass wir das Ding irgendwie öffnen können, sei es jetzt irgendeine... Lautlos hinschleichen und wieder zurückschleichen. Und lautlos den schweren Riegel aufmachen. Aber da könntet ihr das timen. Aber das Tor geht ja nach außen auf und es klingt jetzt wie ein normales, in Anführungsstrichen, Garagentor. Genau, na, das sind halt zwei so Flügeltüren. Das eine hat so ein Wickeleisen, was du aus dem Boden ziehen musst. Ja. Ne? Und das andere ist eine normale Tür, die du halt aufmachen kannst mit einer Klinke. Könnten wir durch eins durchfahren von der Breite? Wenn ich eins direkt am Steuer? Du musst beide aufmachen. Aber du musst ja nur die Verriegelung öffnen, dann kannst du da durchballern. Ja. Johann. Johann. Ist doch klar. Halvor, ich könnte nach vorne schleichen und das Tor oder zumindest öffnen, damit wir leichter durchkommen. Es reicht, wenn die Verriegelung offen ist. Komplette mechanische Öffnung kann der Dingo auch erledigen. Ich versuche es zu öffnen und den Rest macht dann der Dingo, aber mich schmerzt es, dass du mir nicht vertraust, Halvor. Warum vertraust du mir nicht? Weil du kein Garagentor-Experte bist. Ich habe genug Actionfilme gesehen, Halvor. Das funktioniert da immer. Das ist ja aber leider kein Actionfilm. Da hast du wohl leider recht. Okay. Ich probiere es so gut wie möglich, Halvor. Wir lassen die Tür offen und du springst direkt rein, wenn das Tor offen ist. Das wäre das Beste. Was soll denn schon schief gehen, Halvor? So sieht's aus. Dann ist jetzt der richtige Moment für einen Ablenkungsschuss. Ja, und vielleicht ist es auch der richtige Moment, um Kompetenzwürfel einzusetzen. Okay, das heißt, wenn wir die Tür, also ich würde dann versuchen, aus dem ein bisschen geöffneten Fenster in eine Ecke der Halle zu schießen, wo ein paar Sachen umfallen können. Und in dem Moment, wenn ich da den Krach produziere, könnte Matteo aus dem Auto schlüpfen. Ja? Genau. Okay, schießen. Ja. 2W6. Eine 7. Okay, das reicht auf jeden Fall. Du musst da jetzt nicht irgendwie ein kleines Ziel treffen oder so. Ist ja eigentlich egal, was du triffst. Hauptsache, das macht Geräusche. Dann, Matteo. Das Talent, das du brauchst, heißt witzigerweise Eindringen. Okay. Womit natürlich Einbrechen gemeint ist. Schon klar. Ich habe es jetzt auch erst geschnallt. Aber ja, das ist ja alles abgedeckt von Einbrechen über Ninjas oder an Orte zu gelangen, wo man nichts zu suchen hat. Also das ist halt so ein Heimlichkeitsding. Es sei denn, du hast irgendeine Superkraft, die du verwenden kannst. Ja, Gestaltwandel könnte ich machen, aber ich glaube, das wäre zu auffällig und zu laut. Ja, genau. Ja. Ich zeige immer mal, was für ein Sneaky Ninja ich bin. Das mach mal.
Ich habe einen Kompetenzwürfel, den würde ich dazu nehmen. Ja. Gut, dann hätte ich zwei Würfel. Dann probieren wir es mal. Okay. Eine 7. Okay. Also, wer von euch möchte erzählen, wie sich das abspielt? Ist deine Szene, Matteo. Also nachdem Brynja den Pfeil abgeschossen hat und... Warte. Doch nicht. Schön. Kommt bestimmt gleich wieder. Nachdem Brynja den Pfeil abgeschossen hat und wahrscheinlich die beiden Geister, die jetzt gerade in der Halle jetzt sind, hat es wahrscheinlich abgelenkt, oder? Der Pfeil knallt irgendwo in die Ecke an die Wand, zerschellt. Und du siehst den diesen Bürgerkriegssoldaten, der halt mit der Muskete auf seinem Arm stumpf sich so langsam, also die humpeln nicht so rum, ne, wie 60er-Jahre-Zombies, sondern die sind halt wirklich so, dreht sich einfach nur lautlos um in die Richtung, macht überhaupt kein Geräusch dabei, man hört nicht mal die Uniform rascheln oder irgendwas. Dreht sich einfach nur um. Und ständig fasern diese schwarzen Schwaden da an ihm rum und zielt halt in die Richtung. Und ihr seht, wie er abdrückt, aber ihr hört kein Geräusch. Ihr seht Mündungsfeuer aus der Muskete. Und für einen Moment bildet ihr euch gerade sogar ein, ihr könnt die Bleikugel da vorne aus dem Lauf rausfliegen sehen. Und ihr seht aber nichts einschlagen oder so in der Wand. Und der andere, was habe ich gesagt, der mit der Pickelhaube, der dreht sich halt auch um so und schießt halt mit diese typischen Pistolen aus dem Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, da mit den dünnen Läufen und so schießt er auch in die Richtung. Ihr seht ein Mündungsfeuer, ihr hört gar nichts. Okay, während die dann halt abgelenkt sind und quasi in dem Moment, wo Brynja den Pfeil abgeschossen hat, springt Matteo aus der offenen Tür raus, macht eine perfekte Rolle im kurzen Sprinten, krabbelt dann weiter nach vorne und ist dann am den Tor und öffnet es dann halt. Okay. Du musst, wie gesagt, den einen musst du so umlegen und hochziehen, um das eine Tor zu entriegeln. Und dann kannst du das andere aufmachen. Und das ist natürlich, macht das Geräusche laut bei so einem großen Metalltor. Und ihr hört das eindeutig aus dem Auto. In dem Moment, in dem er die Türklinke betätigt und es aufstößt, starte ich den Motor, lass ihn aufheulen, mache die Ablendlichter voll an und gebe im ersten Gang Gas in seine Richtung. Okay, also das heißt, es gibt ganz viele Geräuschquellen gleichzeitig und ihr seht halt, die beiden Phantomsoldaten drehen sich wieder um und zielen jetzt in eure Richtung. Und schießen auf euch. Ihr könnt es sehen. Aber es geht nichts vom Auto zu Bruch. Okay. Okay, Matteo, springst du beiseite, bleibst du stehen? Wie koordiniert ihr das jetzt? ich würde dann halt zu der Seite springen, wo ich weiß, dass da die Tür offen halt ist und würde dann halt warten, dass das Auto auf mich dann zukommt oder in meine Nähe kommt. Okay, alles klar. Dann was anhalten, Tür auf und ich fahre da so langsam mit gemächlichen 15 km/h, also nicht total langsam vorbei, dass er so schon reinspringen muss quasi. Ne? Ja. Du knallst gegen die Doppeltür, als du anhältst. Und während Matteo in den Dingo springt, öffnet sich die Tür in das ganze wundervolle Panorama. Und ihr blickt in diesen Aschesturm, der die Asche wirklich waagerecht vor euch durch die Luft treibt und ihr seht, dass da Hunderte von diesen Phantomsoldaten über die offene Pläne starksen. Aus allen Epochen. Und die drehen sich jetzt alle in eure Richtung um und gucken euch an. Ich gebe Vollgas. Zweiter Gang und Vollgas. Okay.
ihr, du ballerst da durch, du fährst, du kannst gar nicht da durchfahren, ohne irgendeinen davon zu streifen oder zu überfahren oder wie auch immer. Und es ist so, du fährst durch die durch und ihr seht die kurzzeitig immer in eurem Auto auftauchen. So, das heißt, egal wo ihr, ne, also die sind plötzlich bei euch in der Fahrerkabine für einen kurzen Augenblick immer nur und ihr seht halt die ganze Zeit diese zerfetzten, zerlumpten Gestalten, immer andere in eurem Auto auftauchen, irgendwie, die den Kopf rumreißen immer und versuchen euch zu kriegen, während ihr quasi durch die Durchfahrt. Halvor, du wirst von einem von denen berührt. Und ich möchte, dass du einmal Zähigkeit gegen 11 würfelst. Okay, sehr gut. Da, wo der dich berührt, der geht ja auch durch dich durch, ne? Und du merkst, du musst die Muskeln anspannen, du musst deine Willenskraft zusammenreißen, weil du merkst, dass dir die Berührung, die brennt wie Feuer. Hm. Und hättest du sie nicht alle beisammen oder wärst du unachtsam gewesen, hätte dich das durchaus was kosten können. Ja. Aber so geht das immer weiter. Bei den Göttern! Brynja. Das Gas durch. Einmal gegen 8 Zähigkeit. Mhm. Nein, eine 3. Okay. Das kostet dich einen Punkt Zähigkeit. Du, einer, der sieht aus wie ein, auch wie ein, schwer zu sagen, also mittlerweile, das verschwimmt alles, aber auch irgendeiner mit einer archaischen Rüstung, der ein Schwert, das kannst du gar nicht, das geht so schnell, das Ganze sieht alt aus, so mehr kannst du nicht sagen. Und der taucht plötzlich in deinem Auto auf, zu schnell, als dass er dich mit dem Schwert erwischen könnte. Aber er dreht sich so um, reflexartig, und kriegt dich irgendwie mit seiner Hand. Seine Hand greift irgendwie nach deinem Oberschenkel und die verpufft einfach und geht mitten durch dich durch. Aber du merkst halt, dein Oberschenkel fängt tierisch an zu brennen und du fühlst dich plötzlich völlig ausgelaugt. Also so richtig ausgelaugt. Als hättest du, wärst du 4 Stunden am Tag, 4 Tage am Stück wach gewesen. Ich keuche dann auch erschrocken auf, als er mich erwischt. Halvor, mach mal ein, was gibt es denn da? Fahrzeuge. Ja, nicht nur eins. Die Kompetenzwürfel für einsetzen. Ja. Zusätzlich. Wäre es doch wichtig, dass wir da rauskommen. 5. Okay. Dann gibt es noch einen. Haha, Matteo. Da einmal Zähigkeit gegen 6. 11, alles klar. Du siehst den auftauchen, du kannst aus Reflex, kannst du dich beiseite winden und kannst dem gerade noch ausweichen. Und Halvor. Du fährst hakenschlagend mit Handbremse, ohne Handbremse, links sliden, rechts sliden, manövrierst du den Dingo vom Militärgelände. Und draußen vor dem Militärgelände sind die sind überall. Und du schwenkst wieder in die Straße rein, also wieder in die Richtung, in der ihr auch unterwegs wart. Und erst dann merkst du, dass die Menge an Phantomen ausdünnt, bis nur noch vereinzelt welche da sind, dann hört das Ganze auf. Und dann hört auch der Sturm auf. Okay. Und das ist immer noch bewölkt und dunkel, weil es jetzt irgendwie 2 Uhr morgens ist oder so. Aber es sind keine Phantome mehr da. Scheiße, was war das? Sunny, war das ein Gruß von deiner Mutter?
Leck mich. Außerdem ist Hel nicht ihre Mutter. Also. Hatte ich so verstanden. Aber das heißt, wir müssen unbedingt rausfinden, was wir gegen diese Kreaturen machen können. Ihr hört von hinten. Ups. Johannes? Ja, ihr dreht euch um, ihr seht Johannes da. Als hätte man ihm das komplette Fleisch unter der Haut weggezogen. Und er ist nur noch ein Skelett mit viel zu viel Haut. Und die halt total rissig ist. Und man sieht halt, dass die Lippen sind zurückgezogen, die Zähne gucken raus, die Augenhöhlen sind riesig. Und die Augäpfel sind nur so zwei verschrumpelte weiße Tischtennisbälle irgendwo da tief drin. Und er versucht so nach dir zu greifen. Ich weiche aus. Halvo, Axt, schnell! Schieb meine Axt nach hinten. Ich bin hier am Fahren. Ich würde dann die Axt nehmen und würde dem dann halt einen auf den Schädel brettern. Der ist so porös, der Schädel. Es macht einmal Knack und der ist fast flapp. Also du haust da drauf und es bleibt vom Kopf nicht mehr viel übrig. Ich halte an, ohne den Wagen, ohne den Motor auszumachen. Ja. Ihr habt jetzt einen ausgemergelten Skinhead ohne Head. Hinten im Kofferraum. Scheiße! Ich bin am Fluchen, steig aus, mach den Kofferraum auf und also ich verstehe es so, dass der Kofferraum ja durchgängig ist. Ne? Der hat ja hinten so eine Klapptür, so eine große. Ja. Mache ich die Tür auf und ziehe den Toten da dann am Kragen raus. Der wiegt fast gar nichts. Die Hände sauber. Was für eine Scheiße! Das hat sicher mit diesem Sturm zu tun gehabt. Ist wahrscheinlich nur. Gott, wir müssen besser auf die Leute aufpassen. Wie sollen wir sowas bekämpfen können? Keine Ahnung. Das war eine ganze. Das ist ja mehr als eine Armee. Was sollten die kommen überall rein. Was sollen wir machen, wenn wir uns irgendwo verstecken und so eine Armee geschickt wird? Wir haben überhaupt keine Chance. Ich blicke nochmal zurück. Ist der Aschesturm mehr wie so eine Windhose quasi, also so ein lokal fokussiertes Phänomen, oder ist das mehr wie so eine Regenfront? Also was? Mehr wie eine Regenfront, ja. Wie so ein Schneesturm. Ja. Also. Ich glaube, wir dürfen einfach nicht in diesen Ascheregen kommen. Der Ascheregen ist der Tod. Ich muss, vielleicht kann ich irgendjemanden befragen. Vielleicht kann ich nochmal mit Groha sprechen oder so, und damit wir wissen, was wir tun können, wenn die das nächste Mal auftauchen. Gute Idee. Da wären ja vielleicht mal unsere so tollen, fürsorglichen Elternteile ja mal von Nutzen. Vielleicht hätten sie uns ja so mal was sagen können, auf was wir hier vielleicht noch treffen könnten. Riesen, Trolle, Untote, Phantome. Das wäre ja vielleicht mal sehr hilfreich gewesen, wenn sie uns mal sowas gesagt hätten. Oder diese blöden Raben, die uns überhaupt in diesen Schlamassel erst gebracht haben. Die hätten uns das ja alles mal sagen können. Aber nein, es wurde uns lieber nur gesagt, ihr müsst da hingehen und müsst dies und das tun. Oder allein schon dein Vater, Halvor, der hätte uns das alles mal sagen können. Ich schlage hinten die Kofferraumtür zu, steig wieder vorne ein und fange wieder an zu fahren. Ja, man hilft uns jetzt auch nicht weiter, Matteo. Wir sind hierher geschickt worden, um dieses Problem selbst anzugehen. Manchmal habe ich das Gefühl, Halvor, dass wir zur Schlachtbank geschickt werden. Und wenn es uns schon so geht, wie soll es dann erst den Menschen gehen? Richtig.
Matteo, hast du die Möglichkeit, irgendwie deinen Loki zu kontaktieren? Wüsstest du da was? Weiß ich da was? Ja. Das ist ja für dich auch alles genauso neu, ne? Nee, leider nicht, Brynja. Ist zwar mein Vater, er, was auch immer er jetzt tut, er ist der Meinung, wozu soll ich mich bei meinem Sohn melden? Ihm irgendetwas anvertrauen? Wozu? Leider nein. Ich fahr weiter und suche am Straßenrand irgendwo ein Gehöft oder irgendetwas, wo man das Auto abstellen kann. Ihr seid in der Stadt. Achso, ich dachte, wir wären aus der Stadt raus und jetzt auch. Nein, ihr seid ja auf dem Weg nach, ihr wart ja auf dem Weg nach Lilleström zu diesem Odeon-Kino. Mhm. Und das ist quasi, das geht von Oslo aus nach Lilleström, geht quasi nahtlos über. Achso. Da ist halt nur so ein großes Militärgelände gewesen. Ja, okay. Wollen wir nicht einfach weiterfahren nach Lilleström? Es ist noch mitten in der Nacht. Gut, ich kann jetzt ehrlich gesagt auch nicht weiter schlafen. Ja, dann fahre ich weiter. Okay. Ein Kino war das, was wir jetzt suchen, richtig? Ja, das stimmt. So hat es zumindest das nette Ehepaar gesagt in der Stadt. Ja, dann fahre ich weiter und halte irgendwie nach Beschilderung für ein Kino Ausschau und würde mich ansonsten in Richtung Stadtmitte, wo man halt ein Kino erwarten würde, orientieren. So. Ihr fahrt eine Weile, ihr müsst ja ständig den Trümmern ausweichen, weil die Straßen sind aufgerissen, Häuser sind zusammengestürzt, Straßenlaternen sind umgekippt, überall stehen Autowracks. Und Busse, ausgebrannte und was weiß ich was alles, was da im Weg ist. Also einfach weiterfahren ist eine ganz schöne Gurkerei und ein Hindernisparcours. Also ihr kommt wirklich langsam voran. Vor allen Dingen seid ihr eine halbe Stunde unterwegs und dann seht ihr auf einmal eine gewaltige Gestalt mitten auf der Straße liegen. Was kann ich erkennen mit meinem Auge? Frostriese. Das sage ich dann direkt. Und er hat einen Pfeil im Gesicht stecken. Frostriese mit einem Pfeil im Gesicht. Ist er tot? Ja. Sieht so aus. Er rührt sich zumindest nicht. Soweit ich sehen kann, ja. Gutes Zeichen. Ich fahre mal langsam dran vorbei. Ich würde jetzt nicht halten, wenn die anderen mich dazu nicht auffordern. Und guck mal links und rechts so ein bisschen aus dem Fenster. Dir fällt nichts Besonderes auf. Also was du auf jeden Fall erkennst, ist, dass dieser Pfeil ist kein altmodischer Pfeil, sondern es ist sieht aus wie so ein Kohlefaserpfeil von so einem modernen Kompositbogen, sowas in der Richtung. Wie lange ist der schon tot? Was ist denn? Nicht lange. Okay. Vielleicht ein, zwei Tage. Okay. Kommen wir denn drumrum? Ja, ja. Okay. Ihr müsst vielleicht über die Arme fahren. Aber das ja, wir fahren einfach über die Arme, klar. Knackedy knack. Why not? Das mag jetzt vielleicht sehr merkwürdig klingen, aber an sich ist das ein sehr beruhigender Anblick, weil so wissen wir, dass die Menschen hier nicht komplett verloren sind. Sie können sich noch wehren und sie wehren sich anscheinend auch noch. Ja. Ja. Ist ein bisschen müßig, das Odeon-Kino in Lilleström zu suchen, wenn es keine Leuchtreklamen mehr gibt. Es gibt auch kein Google Maps. Bisschen schwierig, also ihr müsst da ein paar Runden drehen. Aber irgendwann entdeckt ihr einen relativ großen Komplex, wo ihr Überreste von der Leuchtschrift auf dem Dach seht. Und auf den zweiten Blick, als ihr ein zweites Mal dran vorbeifahrt, seht ihr
so ein Stück von der Leuchtreklame auf dem Boden liegen, der aussieht wie so eine Filmrolle. Hier scheint mal richtig zu sein. Gibt es da eine gute Möglichkeit zu parken in der Nähe des Eingangs? Nur 30 Minuten. Okay, müssen wir uns beeilen. Kannst du abstellen, ja, wo du willst, ja. Parke ich da in Fluchtrichtung, also so, dass wir direkt wieder fahren können. Ja. Gehen wir nachschauen. Ja. Ich nehme aber alles mit. Rucksack, Bogen. Wer weiß, was passiert. Also ich habe das ganze Gelump dabei jetzt. Ja, ich auch. Also ich habe nicht das dabei, die Überlebensausrüstung, die wir im Militärstützpunkt mitgenommen haben, aber mein Mantel und meine Waffen. Okay. Ja, ihr betretet das Kino. Einige der Wände sind eingestürzt. Ein Vordach ist eingestürzt, da müsst ihr drüber klettern. Durch die wahrscheinlich irgendwann mal eine Glastür gewesen. Das sind nur noch Rahmen mit Splittern, da ist nichts mehr von übrig. Ihr steht im Foyer und seht zerfetzte rote Teppiche auf dem Boden. Rechter Hand ist so eine Reihe von Tresen. Dahinter seht ihr noch zerfetzte Popcornmaschinen und solche Geschichten. Kühlschränke, Überreste von Filmplakaten, die da rumhängen, aus der Wand gerissene Sitzbänke und ein toter Troll. Toter Troll. Und nach hinten geht das Foyer halt immer weiter. Zu den Kinoseelen. Ich würde mir gerne den Troll mal anschauen. Woran ist der gestorben? An massiver Gewalteinwirkung. Mehrere Klingenwaffen und mehrere stumpfe Hiebwaffen, würdest du sagen. Das sieht aus, als hätten da ganz viele Leute auf den eingeprügelt. Okay. Scheint ja richtig zu sein. Und er ist hässlich wie die Nacht und stinkt ohne Ende. Ich lausche sehr aufmerksam und gucke natürlich auch nach kleinsten Anzeichen von irgendwelchen, weiß ich nicht, Stolperdrähten. Also hätte ich mich jetzt hier verschanzt oder so, hätte ich auch irgendwas eingebaut. Ich kenne mich zwar nicht aus, aber ich achte da sehr penibel drauf. Ja. Dann würfel mal Supersinne, bitte. Mit 3W6 habe ich eine 10. Okay. Du hörst irgendwo aus der Tiefe des Kinos, hörst du so ein Röcheln, so richtig tief röchelnden, rumpelnden Atem. Dann sage ich zu euch, hier ist noch jemand in der Richtung, irgendwas röchelt da. Ihr hört gar nichts. Aber ich gehe schon mal vorsichtig dann in die Richtung, nachdem ich das gesagt habe. Mhm. Ich greife Axt und Schild entschlossener und schleiche neben ihr her. Oder gehe lautlos, besser gesagt. Okay. Ihr folgt dem Foyer tiefer rein. Ihr kommt nochmal durch die Überreste von so einer Trennwand irgendwie nochmal zu den, wo es hinten zu den Kinosälen gibt. Und da zweigt das in mehreren Gängen ab. Und da hängen noch die großen Zahlen über den Kinotüren. Und die sind alle auf, die sind aus den Angeln gerissen. Türen liegen verteilt. Und ihr seht hier auch Blutspuren auf dem Boden, Blutspuren auf den Wänden. Und Brinja, du hörst eindeutig aus dem Gang da hinten, da ist so ein Schild, Kinoseele 6 bis 7. Und aus der Richtung kommt eindeutig das Geröchel. Ich zeige in die Richtung. Ihr hört immer noch nichts. Und werde langsamer, das Halvor übernimmt oder Sunny. Ja, Sunny hat die zwei Hämmer oder ein? Zwei. Hatte sie nicht zwei Hämmer? Zwei Hämmer. Okay, dann hat sie die jetzt so auf der Schulter. Ja. Ja. Ja, folgt dem Gang. Hier hinten ist es weniger verwüstet. Ihr seht noch so ein paar von diesen typischen Pappaufstellern, die im Kino sind, von irgendwelchen Filmen, die ja letztes Jahr gelaufen sind.
eine Treppe, die runterführt zu den Toiletten. Die Kinosaaltüren sind offen. Und jetzt hört ihr auch, also nachdem ihr so in die Ecke gegangen seid, hört ihr ganz leise so. Ja. Folge ich weiter dem Geräusch. Ich habe den Pfeil aufgelegt, aber folge dann auch. Es wird ja immer schlimmer hier. Ihr folgt dem Gang. Kinosaal 7. Ihr kommt da rein und es bietet sich euch ein Schlachtfeld. Das erste, was euch auffällt, ist ein Frostriese, der auf dem Boden liegt, den Rücken so leicht an der Wand hoch, den Kopf so hoch und ihm steckt einer von diesen Kohlefaserpfeilen im Hals. Und er gibt dieses Geröchel von sich. Aber ansonsten seht ihr hier drei tote Trolle, teilweise mit Pfeilen gespickt, teilweise übel zusammengeprügelt. Ihr seht aber auch 7 bis 8 tote Menschen, die auch sehr fachkundig zerlegt sind. Und ansonsten, wenn ihr euch umguckt, seht ihr hier viele Überreste, vielleicht eines Lagers. Ihr seht Verpackungsreste, die hier überall rumliegen. Ein paar Leute scheinen hastig Schlafsäcke zurückgelassen zu haben oder andere Nahrungsmittel, Konservendosen, solche Geschichten. Also hier liegt einiges rum, was davon zeugt, dass hier mehrere Menschen sich aufgehalten haben. Ich gehe rüber zu dem röchelnden Eisriesen. Ja, und es wird ja auch, dir wird kälter, als du in seine Nähe kommst. Das ist wieder einer von diesen archaischen Frostriesen mit dem langen Bart, lange weiße Haare, den der Raureif sitzt. Der ist im Sterben quasi und von dem geht keine Gefahr aus, ist mein Eindruck. Ja, er hat, wie gesagt, ihm steckt so ein Pfeil in der Kehle. Du siehst an dem Pfeil, dass die Federn sehr ebenmäßig sind und der hat, ihm läuft halt das Blut aus dem Hals und, er so, und als er dich sieht, noch so. Ich geh zu ihm rüber und er lehnt mit der Brust an der Wand, so verstehe ich das, ne? Nee, mit dem Rücken. Also so. Ja, genau, mit dem Rücken. Mhm. Genau, ja. Wenn er sitzt, dann ist er ja wahrscheinlich ungefähr mit dem Kopf auf meiner. Ja, er liegt mehr, als dass er sitzt. Ja. Dann hebe ich meinen Fuß ein ganzes Stück hoch und stütze mich mit meinem Bein quasi dann so auf seiner Brust ab und komme. Ja, du hörst sofort. Wo sind die Menschen, du Scheusal? Ich nehme meinen Fuß von seiner Brust. Wenn ich ihm den Pfeil da rausziehe, wird er dann sterben, oder? Ja. Kommt auf den Versuch drauf an. Habt ihr sie mitgenommen? Aber die anderen werden sie schon finden. Und wenn nicht die, dann die Wiedergänger. Wo kommen die Wiedergänger her? Helheim. Wo sind die Menschen hin? Norden. Und wo ist der Rest von euch? Überall. Also das Blut oben aus dem Pfeil, aus dieser Röhre von dem Pfeil tropft Blut raus am Ende. Ich gucke euch beide grimmig an, hebe eine Augenbraue und frage stumm, ob ihr noch weitere Fragen habt. Ich blicke betont weg. Hast du noch Fragen, Halvor? Nein. Ich drehe mich zu ihm um und schlage ihm meine Axt mitten in die Stirn. Das beendet die Kakophonie. Es ist schlagartig Stille.
Also weiter gen Norden. Ich fische noch leicht irritiert, aber nach außen sieht man das nicht wirklich, meine Axt wieder sauber. Dann heißt es wohl nach Norden. Wenn er uns nicht angelogen hat, aber... Vielleicht schauen wir noch mal, ob einer der Menschen noch am Leben ist. Vielleicht ist das hier nicht der einzige Kinosaal gewesen, in dem sie sich aufgehalten haben. Hey, boah, das war mal ein Denkanstoß. Ich würde auch die Sachen durchsuchen. Wenn die nach den Menschen gucken, gucke ich, ob bei den Sachen noch was liegt, was wir gebrauchen können. Dann würfel doch bitte alle mal Aufmerksamkeit. Oder Supersinne in deinem Fall. 9. 2. Boah, 3, ey. 2. Okay. Also ihr konzentriert euch mehr auf die Toten, die da rumliegen. Und guckt halt, ob noch jemand am Leben ist. Und Brynja hat durchsucht die Überreste des Lagers, ja. Zunächst mal findest du wirklich vielleicht ein halbes Dutzend Konservendosen, die noch zu sind. Gesundheit. Da war er. Ich sag doch, der kommt noch. Ich soll bitte in die andere Richtung gehen. Also wie gesagt, du findest ein halbes Dutzend Konservendosen, manche mit Etiketten, andere ohne Etiketten, die noch zu sind. Du findest so ein paar EPA-Pakete, also hier die Bundeswehr-Fraß. Du findest Schlafsäcke, so 3 oder 4. Du findest Kinderspielzeug. Du findest Bilder, die mit Wachsmalstiften gemalt sind. Du findest eine Krücke. Und du findest auf dem Boden, hättest du erst gar nicht gesehen, weil es da so dunkel ist, auf dem Boden, das ist ja so ein Velour, nee, gar nicht, auf diesem dunklen Laminat, das zwischen den Sitzreihen ist, hat jemand mit Sprühdose was hingesprüht. Mehrere Zeilen. Da steht, keine Züge mehr. Gehen nach Röros, Zivilschutzbunker, Projekt Camelot, sie wussten es. Das lese ich euch laut vor, als ich da angekommen bin. Röros? Röros ist bekannt, vor allen Dingen bei den Umweltschützern. Röros ist die größte Minenstadt, die größte Tagebaustadt, Untertagebaustadt in Norwegen. Und ich habe noch Konserven. Ich räume die gerade in meinen Rucksack. Zwar kein Bananensandwich, aber immerhin. Gut platziert. Well played. ich würde auch durch die anderen Kinoräume nochmal gehen und jetzt auch rufen. Hallo, ist hier noch wer? Wir sind hier zur Rettung. Keine Antwort. Okay, die Konserven sind eingepackt. Ansonsten den Rest identifiziere ich jetzt als nicht von Wert. Sagt euch das was? Projekt Camelot? Nicht, dass ich wüsste. Klingt nach einer großen und ehrenhaften Feste, die man hier erhofft aufzubauen. Ja, aber wenn das Ziel der Zivilschutzbunker ist, dann werden wir den ja wohl hoffentlich finden. Sowas muss doch irgendwo ausgeschildert sein. Das kennen wir doch dann als Skandinavier. Wenn es solche Zivilschutzbunker gibt, dann wissen wir doch, welche... Ihr wüsstet nicht, dass es... Also, Röros habt ihr euch nicht mit befasst. Nee, so. Das nee. Ist... Das mehr so, ja. Ihr wisst, dass es eine Stadt gibt, die Güstrow heißt. Aber ob es da irgendwie jetzt einen großen Zivilschutzbunker gibt, keine Ahnung. Ich
gehe mal davon aus, dass die großen Minengesellschaften ihre Bunker selbst angelegt haben. Vielleicht fahren wir erstmal in deren Richtung. Ja, wir fahren hin. Okay. Ein Blick bleibt auch so auf den Kinderzeichnungen hängen. Mhm. Ich habe mittlerweile aber schon so eine echte Aversion, Gegenstände von Leuten irgendwie anzufassen, aus Angst, irgendwelche Dinge zu sehen, die ich nicht sehen möchte. Dann mein Blick wandert dem Dein hinterher. Ich sehe das Kinderspielzeug und ich sammle es auf. Das werden die Kinder vermissen. Wir finden sie und bringen es ihnen wieder. Nehme ich mit. Kommt der strahlende Halvo in seiner goldenen Rüstung und gibt dem kleinen weinenden Kind sein Teddybär zurück. Freue ich mich jetzt schon. War mir klar. Ich schreibe mir das Kinderspielzeug auf. Und Maßstelle. Mach das. Vielleicht rettet dir das nochmal das Leben. Liegen da eigentlich noch irgendwelche Waffen bei den Toten? Wurde noch irgendwas vergessen? Nee. Oder liegen die das? Nee. Okay. Alles abgegrast. Nur der Pfeil steckt noch in dem Frostriesen drin. Vielleicht frühstücken wir ja trotzdem hier erstmal in einem der unbenutzten Räume. Ach so. Ja, würde ich mir da... Es gibt so ein Bistro. Da ist noch ein bisschen was von über. Sehr gut. Dann mache ich mir da ein Epa warm. Ja, dann essen wir da. Okay. Ja, ihr sitzt im Foyer des Kinos, in den Überresten davon, an der letzten American Diner Sitzecke, die da noch übrig ist. Und nascht das Epa. Die Rettung der Welt habe ich mir leider ein bisschen anders vorgestellt, irgendwie heroischer. Nicht so verzweifelt, düster und hoffnungslos. Noch haben wir sie ja nicht gerettet. Ich frage mich auch, wo die ganzen Menschen sind. Wir haben ja auch bisher kaum Tote gesehen. Naja, doch. Also zwischen den Trümmern liegen immer welche. Ja, okay. Dann hoffe ich, dass wir überhaupt noch jemanden finden, den es sich zu retten lohnt. Die Asen hätten viel mehr tun sollen. Sie hätten uns viel besser darauf vorbereiten sollen. Sie hätten sich viel früher zu uns zu erkennen geben können. Sie hätten einfach viel mehr machen können, weil was haben die Asen denn groß gemacht? Anscheinend nur in Asgard gesessen und irgendwas gemacht. Das wissen wir nicht, aber die Asen haben ihr Asgard, um das sie zu kämpfen und zu sterben haben. Das weißt du nicht. Wenn ich die Erde richtig verstanden habe, weiß sie das doch. Und das hier ist unsere Welt, um die wir kämpfen müssen und die wir mit neuem Leben füllen müssen. Naja. Noch ein Stück aufgewärmte Ravioli. Und ich schiebe dir den Rest von meinem zweiten Epa rüber. Nee, nein, danke. Bei den Gedanken ist mir der Appetit vergangen. Während Matteo das sagt, geht er dann weg. Dann fahren wir weiter, oder? Ja. Sunny übrigens brütet immer ziemlich vor sich hin. Den ganzen Tag schon. So kenne ich sie. Okay, also wollt ihr wieder zurück zum Dingo und weiter in nördliche Richtung. Haben wir eigentlich eine Karte dabei? Ja, in den Dingos, da sind halt die guten alten Straßenatlanten drin, ne? Ja, perfekt. Ja, dann gebe ich den
Sunny. Ich kann, und ich sonst kann ich die Karte sogar lesen. Da ich immer früher ja auch viel in den Wäldern unterwegs war, bin ich gar nicht so unfähig bezüglich solcher, nicht so wie im wirklichen Leben. Aber du stellst fest, es ist nicht leicht, weil halt keine Straßenschilder mehr da sind. Ja, klar. Also Autobahnschilder, da sind teilweise, das sind ja die an den großen Traversen, einmal über die Straße rüber, so, da sind noch ein paar von übrig. Aber ich kann ja auch mit den Landschaftsmarken arbeiten. Ja. Und das ist ja hier in der, in diesem landschaftlichen, in der dieser ländlichen Umgebung findest du ja Landmarken, gerade in Skandinavien, oder nicht? Nicht so wie bei uns in Norddeutschland. Ja, noch seid ihr ja mitten in der Stadt. Achso. Ne? Da ist ein Fluss. Da ist ein Fluss. Okay, aber ihr seid relativ schnell aus Lilleström raus und könnt in nördlicher Richtung fahren. Mhm. Wäre die Landschaft nicht so verwüstet, dann könnte das ein ganz schönes Panorama sein, wo ihr die nächsten Tage lang fahrt. Denn ihr fahrt ja auch in... im Inland von Norwegen gibt es ja diese langgezogenen Seen mit den Steilwänden links und rechts. Und erstaunlicherweise seht ihr, ihr fahrt weiter nach Norden und ihr seht keine Leute. Die müssen offensichtlich auch irgendwelche motorisierten Untersätze haben. Sonst lässt sich euch ja nicht erklären, warum ihr die nicht überholt. Ja, außer sie meiden die Straße, aber das wäre ja noch anstrengender zu gehen. Aber ich gucke trotzdem, also ich halte auch Ausschau danach, ob ich die erkennen würde, wenn sie irgendwie, wenn wir an denen vorbeifahren und die in irgendwelchen Wäldern sind oder auf irgendwelchen Hügeln. Also ich kann euch sagen, ihr seid noch 2-3 Tage unterwegs, ohne dass ihr auf irgendjemanden stoßt. Ihr kommt durch mehrere Ortschaften, die alle verwüstet sind. Die sehen alle aus wie in Oslo. Ein paar mehr, ein paar weniger. Aber ihr seht überall Tote rumliegen. Aber ihr seht auch tote Trolle und Frostriesen rumliegen. Natürlich im Verhältnis deutlich mehr Menschen als anderes. Am dritten Tag Moment, wo habe ich das? Am dritten Tag fahrt ihr am Ufer eines großen, langgezogenen Sees entlang und fahrt in eine Ortschaft ein, die heißt Gjøvik und ist relativ groß, ist so ein langgezogener Ort. Es ist auch hier alles in Trümmern. Ihr seht, da waren mal wunderschöne Villen am Seeufer. Die sind einfach weggeblasen von der Druckwelle. Ihr seht die Trümmerreste, ganze Mauern, die jetzt im See liegen. Aber je weiter ihr, je näher ihr dem Ortskern kommt, umso mehr wird euch klar, dass dieser Ort so eine Halbmondform hat. Und zwar wickelt der sich um so eine richtige Steilwand. Das heißt, nur die Gebäude am Ortseingang sind so richtig weggeblasen. Und weiter im Ortsinneren sind die Häuser zu einem Teil halt noch intakt. Und ihr hört Maschinengewehrgeballer, als ihr euch dem Ortskern nähert. Schon beim Ranfahren hört ihr das. Rinja, du natürlich erst recht, du hörst auch Schreie. Und du hörst zwischenzeitlich immer so ein Rumpeln und so ein Scheppern, als würde irgendwas Schweres irgendwo drauf fallen oder als würde irgendwas gegen was Schweres schlagen. Lass uns nachschauen, was das ist. Ja, aber vorsichtig. Nicht, dass wir ins Sperrfeuer geraten. Also sollen wir außerhalb den Wagen abstellen und zu Fuß dorthin laufen? Ja.
Ja, ratsam. Dann ja, fahre ich ein Stück weit heran, sodass ich das Gefühl habe, die Schießerei ist nur noch ein, zwei Häuserecken von uns entfernt. Da würde ich ihn dann einigermaßen verdeckt parken und dann bewaffnet aussteigen. Ich habe auch wieder einen Pfeil aufgelegt. Okay. Ihr steigt aus, ihr geht ein paar Blöcke weiter. Der Lärm ist jetzt nicht mehr zu überhören. Und ihr seht, ihr nähert euch der Innenstadt. Ihr seht jetzt die Überreste von Geschäften mit Leuchtreklamen und so weiter, die teilweise am Boden liegen, teilweise noch halbwegs intakt sind, aber alle verlassen. Fensterscheiben sind alle geplatzt. Ihr bewegt euch offensichtlich auf sowas wie eine Shopping Mall zu. Es gibt in Norwegen so eine Kette, die heißt C&C Shopping. CC Shopping. Das sind halt so große Shopping Malls, ne, mit ganz vielen Läden. Und auf dem großen Parkplatz vor dieser Shopping Mall seht ihr eine Wagenburg aus Fahrzeugen. Alle möglichen Karren. Und ihr seht um die Wagenburg herum, hinter ausgebrannten Fahrzeugruinen, hinter allen möglichen Sachen, stehen Trolle und Frostriesen. Und ihr guckt gerade um die Ecke, als ihr seht, wie ein Frostriese so eine große graue Mülltonne, also diese Riesenteile, nimmt und im hohen Bogen auf diese Wagenburg wirft. Und ihr seht, wie diese große Mülltonne auf so ein Auto raufkracht, von dem Auto abprallt, zwischen die Autos knallt und ihr hört Schreie. Wie viele sind das etwa, die Angreifer? Trolle und Eis? Schwer zu sagen. Du würdest schätzen, so 7 bis 8. Brynja würde das wahrscheinlich relativ gut abzählen können. Und die sind quasi im Kreis um die Wagenburg herum verteilt? Ja, eher so im Halbkreis. Aber ihr könnt ziemlich gut sehen, dass alle, die sich da rauswagen, sofort im Schussfeld sind. Und ab und zu kommt da mal einer raus und hebt da so einen Arm raus und feuert mit irgendeiner automatischen Waffe in Richtung der Trolle. Und da hört ihr dann auch mal so einen Schrei, aber eher selten. Du hast gesagt, MG-Feuer haben wir gehört. Also sehen wir da irgendwo einen MG-Schützen oder sind das einfach Schnellfeuerwaffen, die angreifen? Ja, also ihr hört automatisches Feuer. Und du siehst irgendeine, es ist halt so weit weg, um zu sehen können, was es für eine Waffe ist. Aber da kommt so ein Arm hinter so einem Wagendach hervor und ballert da so ziellos in die Richtung der Angreifer. Achso, die Trolle und Riesen haben gar keine Schnellfeuerwaffen. Sieht nicht so aus, nee. Okay. Was machen wir? Hier sind wir doch richtig. Ich bewege mich darauf zu. Halvor, warte. Wir müssen das besprechen. Jetzt stürmt da nicht schon wieder rein. Nein, natürlich, aber wir sind doch noch einen halben Straßenzug entfernt. Schauen wir, dass wir dort irgendwo eine bessere Position für die Übersicht haben und dann stürmen wir rein. Ja, was sehe ich denn? Also ich würde auch versuchen, eine Position zu finden, bisschen erhöht vielleicht, weil ich, wenn ich mit dem Pfeil und Bogen schieße, dann auch aus der Ferne. Okay. Ja, dafür musst du aber noch deutlich näher ran. Da gehen wir erstmal noch näher ran. Aber du kannst mit den ganzen Trümmern und so, du kannst problemlos irgendwo auf dem Häuserdach klettern, okay, damit du einen besseren Ausblick hast. Ja, mache ich. Also, erstens siehst du, dass diese Wagenburg, die Leute da gebaut haben, besteht halt aus VW-Bussen, Kleinwagen, ein LKW steht da. Eher so ein Pritschenwagen. Und du siehst, dass das ziemlich viele Leute sind, die sich da drin verbarrikadiert haben. Du siehst Kinder, Frauen, Ältere. Ich gebe alles weiter, was ich hier sehe an euch. Du würdest schätzen, dass das so um die 30 sind. Aber da liegen auch schon ein paar. Da sind halt mehrere Mülltonnen. Du siehst ein Straßenschild, was abgerissen wurde, da drinnen liegt. Du siehst so ein Betonpfeiler, der Riesen aus dem Boden gerissen haben muss und im hohen Bogen einfach da in die Meute geworfen hat. Aber was du jetzt siehst, ist eine Frau, die sich schlagartig aufrecht hinstellt, so richtig ruckartig, einen Bogen zieht und du siehst, dass es
ein, oh, wie heißen die Dinger? So ein Sportbogen. Komposit. Ja, aber halt so ein richtiger mit Winden und dem ganzen Typ, ne? Halt sich aufrecht hinstellt und so richtig Arm hoch. Und du siehst auch, dass sie eine so eine Schnalle an hier so eine Lederschlaufe an den Fingern hat. Und Pfeil spannt. Ein Recurve-Bogen, danke, genau so heißt das Ding. Und im hohen Bogen schießt. Und du hörst auch, du siehst nicht, wen sie trifft, aber du hörst einen erstickten Schrei. Und du siehst die Frau, kurzgeschorene Haare, ziemlich attraktiv, also richtig drahtig, muskulös drahtig. Die sieht aus, du würdest auf Anhieb sagen, das ist eine richtige Athletin. Und duckt sich dann, sobald sie den Pfeil abgeschossen hat, ganz schnell wieder hinter das Auto. Und als Antwort kommt ein Moped angeflogen und fliegt über die Autos drüber und knallt da in die Meute rein. Und wir, müssen uns, wir müssen uns beeilen, aber das sind wie viele Riesen? Ja, also du zählst auf Anhieb 4 Trolle, 3 Riesen. Das sind 4 Trolle und 3 Riesen. Willst du zusammen mit Sunny auf der einen Seite eine Position beziehen und zuerst mit dem Feuer die Aufmerksamkeit auf dich lenken und dann stürmen wir von der anderen Seite herein und hier ja. Und ich. Ja, wir müssen uns beeilen. Ich kletter dann schon so, also ich versuche dann schon eine Position zu finden, von wo aus ich mit Pfeil und Bogen schießen kann, weil ich ja. Bin halt keine Sportschützin. Ich kann das nicht so gut, aber die Viecher sind groß. Ja. Okay. Ach, scheiße. Matteo, was hast du vor? Brinja hat eine erhöhte Position genommen. Genau. Könnte sie von da aus auf die Trolle schießen? Mit dem Bogen? Ja. Okay. Matteo guckt zu Brinja hoch und ruft, Brinja, Halvor und ich und Sunny, wir regeln das. Wir helfen oder versuchen irgendwie, die Trolle abzulenken. Und du wirst uns Deckungsfeuer geben. Okay. Irgendwie. Ja, ja. Und Halvor, ich habe eine Idee. Das könnte dein Auftritt sein für dich, Halvor. Manpower. Und während Matteo das sagt, würde Matteo sich gerne wieder in den Felstroll verwandeln. Okay. Ja. Natürlich erstmal wieder Klamotten vorausziehen, bevor es danach wieder peinlich wird. Hm. Das sind 8, 12. Ja, kein Thema. Beschreibe er, wie er zum Felstroll. Kurz bevor, also Matteo sagt, ich verwandle mich jetzt wieder in den Troll und du wirst mir auf den Rücken springen und dann greifen wir zusammen an. Okay. Als gestählte Bruderschaft vereint, verstehst du? Nimm dir den der Riesen als erstes vor. Genau, wir schlagen der Schlange den Kopf ab. Und während er das sagt, zieht er sich halt dann aus und dann... Er sagt, wir schlagen der Schlange den Kopf ab. Okay. Okay. Ich gehe 2 Schritte skeptisch zurück und schauen wir das Schauspiel an. Okay. Wie sieht's aus? Dann, ja, und dann knackt halt wieder alles, der Körper verformt sich wieder. Matteo zieht sich so, dass die Haut einfach so ab und dann steht da halt wieder dieser Riesentroll vor Halvor. Und dann nimmt Matteo so eine etwas gebückte Haltung an, damit quasi Halvor auf den Rücken springen kann. Anlauf, laufe ich um ihn herum. Meine eine Hand greift an seine Schulter und ich schwing mich herauf. Mach den Legolas. Okay, das heißt, Halvor reitet auf dem Steintroll in die Schlacht. Ich würde das die Energiemanipulation Licht nutzen. Ja. Ich kann das ja aber auch ins Gegenteil machen. Ich kann es auch dunkel werden lassen, oder? Ja, geht auch. Das heißt, weiß ich nicht, ob irgendwelche Geschöpfe dagegen immun sind oder nicht. Alle Zwerge und Geschöpfe aus Jotunheim sind lichtempfindlich.
Okay. Gilt also Dunkelheit ist, es ist eher so, dass sie in Dunkelheit gut sehen können. Dann Licht schadet denen, also schadet ihnen nicht unmittelbar, aber da fühlen sie sich unwohl und können halt nicht so gut sehen. Weil dann würde ich das Ganze nämlich, diesen Auftritt, den die beiden da hinlegen, mit ziemlich hellem Licht unterlegen, damit die nämlich auch geblendet sind. Und damit die Aufmerksamkeit ja generell in unsere Richtung geht. Und das heißt also quasi, bei uns fängt es an, sehr, sehr hell zu werden, ja, damit die sich auch von den Menschen abwenden in unsere Richtung und geblendet sind, wenn die da jetzt ankommen. Das würde ich versuchen wollen. Okay. Das mache ich, wenn ich diesen Auftritt bemerke. Super. Und ich stehe halt auch erhöht, ne, dass man von mir dann nur noch die Silhouette sieht. Okay. Ja, Sunny, du musst dich hingucken, um zu wissen, um zu sehen, dass sie mit ihren Augen rollt, als du da auf den Troll springst. Den lässt einfach einen Hammer in jeder Hand gleiten und stürmt schreiend auf die Trolle los. Und die Frostriesen. Ja. Alles passiert gleichzeitig. Würfelt einmal Initiative, bitte. Sechs. Acht. Fünf. Soll ich denn für ich bin nicht dran. Energiemanipulation, weil ich damit ja eigentlich anfange. Genau, du fängst, was machst du vorher, bevor es losgeht? Also dafür würfel ich jetzt auch mal. Genau. Okay. So, Matteo, du hattest 8. Mhm. Und Halbo hatte 6. Richtig? Ja. Und Svenja 5. Energiemanipulation habe ich immerhin 13. Das heißt, es wird sehr hell. Sunny hat 11. Ja. Ich will sie ablenken, blenden und die Aufmerksamkeit auf uns lenken. Das funktioniert auch hervorragend, weil du siehst, einer von denen hat gerade wieder die Leiche von so einem Gelände, von so einer Enduro-Maschine liegt da rum. Die hat er gerade so hoch über den Kopf gehalten, weil er sie da hinwerfen wollte. Auf einmal wird er so geblendet, dass er sie loslässt. Und ich habe auch die Hände so hochgehoben. Meine Silhouette, dann das helle Licht und daraus kommen jetzt schreiend gerannt. Das hat hier und so ein Riesentroll. Genau. Wie gesagt, der eine Troll, dem fällt die eigene, also die Enduro-Maschine selbst auf den Kopf, weil er so geblendet ist. So, und die anderen drehen sich alle, halten alle die Hände vors Gesicht, weil das so leuchtet. Ihr kommt angerannt, ihr seht auch diese Frau, die sich da hinstellt und die Gelegenheit nutzt und halt wieder die perfekte Schusshaltung hat und halt so einen Pfeil abfeuert. Halber, du kannst mal, ich überlege gerade, was ist denn da, sowas wie Gesellschaft oder so, hast du sowas? Gesellschaft, warum? Was willst du nennen? Die Frage, ob er sie erkennt. Gilt denn Gassenwissen quasi als Äquivalent für... Ja, irgendwie schon, ne? Also so richtiges... Man könnte ansonsten vielleicht mit irgendeiner... Nee, ich weiß nicht. Mit Präsenz arbeiten oder sowas vielleicht. Akademisches Wissen, sonst, ich glaube, ich würde es als Athletik, wenn sie ja, das ist gut, Athletik ist gut. Olympionikin oder sowas ja ist. Dann Fünf. Ja, du, irgendwo, du hast sie schon mal gesehen, dir fällt der Name nicht ein, aber du bist dir ziemlich sicher, dass das eine olympische Bogenschützin ist, die Norwegen vor 2 Jahren bei den Olympischen Spielen vertreten hat. Aber dir fällt der Name nicht ein, war irgendwas Kurzes. Okay. Meine Augen bleiben etwas zu lange als sinnvoll für diesen Sturmangriff auf ihre beeindruckenden Silhouette haften, aber dann wandern sie wieder zurück zum Troll, auf den wir zurasen. Ja, ihr erreicht die, also Sunny
und ihr gleichzeitig, ihr erreicht die drei Riesen und die Trolle. Der eine ist unter der Enduro-Maschine begraben. Wenn wir da sind, springe ich in den Nahkampf von den Schultern von Matteo runter und brülle dabei: Für Midgard! Und dann jag ich meine Axt bereits dem ersten in den Hals. Okay. Zuerst ist aber Sunny dran. Und verpasst einem der Trolle ganz ordentlich einen mit ihren beiden Hämmern. Matteo, was willst du tun? Albor stützt sich von deinen Schultern ab und springt quasi durch die Luft dem erstbesten Riesen in die Arme. Mach was Cooles, er hat es wenigstens richtig gemacht. kann ich einen Troll ausmachen, wo ich sehen könnte, der ist der Anführer der Bande oder... Riese. Frostriesen. Trolle sind nur die dummen Handlanger. Das sind die, die mal Zwerge waren. Ah ja, ich würde dann den Troll halt angreifen. Den Handlanger. Nee, den Anführer. Das ist der Riese. Der Riese, ja genau, der Riese. Ja. Also es sind drei Riesen. Oh, ist immer schwer zu sagen, welcher von denen das ist. Es gibt auch einfach drei Riesen. Also der am nächsten ist. Okay, alles klar. Dann Würfel gegen 10. Wie waren da nochmal meine Werte? Ja, du hast jetzt die... Guter Punkt. Warte, ich muss einmal gucken. Bitte. Du hast Superstärke 4 Würfel. Okay. Gut. Also ich würde halt im vollen Ansturm auf den zurennen und voll auf die Nase hauen. Okay. Elf, 16. 16. Das ist ein herausragender Erfolg. Das heißt, du hast verursachst einen Schaden mehr und du zimmerst dem halt voll deine Steinfaust in die Fresse. Und du hörst was knacken, Blut spritzt und er wird nach hinten geworfen. Halvor. Nein, Entschuldigung, Brynja. Nee, Brynja 5, Halvor. Ja. Ich bin ja noch auf Matthäus Schultern drauf und springe dann, wie angekündigt, von ihm runter, aber dann halt auf den Verletzten drauf und ziehe ihm meine Axt in der Luft, den Hals also. Zu schlagen. Okay. Ja, ich habe ja noch mein Schild in der Hand, das ist ein Schwinger auf seine Halsschlagader sozusagen. Okay, du musst gegen 7 würfeln. Ich habe eine 13. Ist auch ein herausragender Erfolg. Das heißt, ihr seid das Dream Team. Matteo als Steintroll zimmert ihm die Faust in die Fresse, er taumelt nach hinten, du stößt dich ab und haust ihm von oben die Axt in den Schädel und spaltest den. Ja! Dann versuche ich so ein bisschen auf seinen Schultern zu landen, sodass ich mit ihm zusammen runterfalle und dann stürze ich mich in den nächsten. Das okay, Brynja. Euer Überraschungsangriff ist gelungen, was tust du? Ich habe ja auch einen Pfeil aufgelegt dann als nächstes und würde auch versuchen, einem der Frostriesen oder einem der Riesen ins Auge zu schießen. Ins Auge? Okay, ja. Würfel. Kann ich das mit Supersinne machen? Du kannst mit Supersinne schießen, ja. Ich möchte einen Würfel aus meinem Kompetenzpool dazu nehmen. Okay. Ja, du musst gegen 5 würfeln. Erstens, weil er geblendet ist und zweitens, weil er das ja gar nicht kommen sehen kann. Mhm. Er hat es nicht kommen sehen können. Und es ist eine 19. Ach du Scheiße. Ja, das ist ein extremer Erfolg. Und tatsächlich, du willst dich gerade auf den nächsten stürzen, der kommt aus dem Nichts ein Pfeil geflogen, bohrt sich in das Auge, kommt hinten wieder raus und der bricht einfach vor dir zusammen. Einmal durchs Gehirn. Ja, durchs Auge ins Gehirn hinten wieder raus. Dann, die sind total überrumpelt. Die sind total überrumpelt. Ihr hört die Leute brüllen. Ich hoffe, jubeln. Ja, ja. Das muss man differenzieren.
Ja, ich gehe direkt weiter zum Sturmangriff auf den nächsten Gegner über. Egal, okay, aber erst ist Matteo dran. Krieger. Matteo. Welcher der Gegner steht am nächsten? Ein Troll. Jo. Der schickt sich gerade an, dich anzugreifen. Der hat sich gerade gefangen, aber du bist eher dran. Steht neben mir irgendwie ein Auto oder irgend sowas, was die als nach dem werfen quasi? Oder irgendwas, was ich jetzt werfen könnte? Ein Briefkasten. Ja, so einer von den schmalen, hohen Briefkästen. Den könntest du einfach abreißen. Ja, den würde ich abreißen dann quasi. Ist der aus Metall? Ist das ein Metallding? Den kannst du einfach. Metall. Würde ich abreißen und dann halt wie ein griechischer Speerwerfer auf ihn werfen. Okay, dann ist das, das nehme ich mit Drohpotenzial. Dann würfel mit super, das ist auch super Stärke, weil du wirfst. Und du kriegst ein Drohpotenzial von 3 obendrauf. Das heißt, für jeden Würfel am Ende nochmal einen Punkt obendrauf. Okay, das sind 10, 11, 14. 14? Ja. Plus 4 nochmal. Ne? Haben wir 18. Da bist du bei 18. Du reißt den Briefkasten aus dem Boden, wirfst damit auf den Troll und erzähl mir, wo du ihn reinmassierst. Also das reicht, um den zu zerlegen. Also Matteo reißt diesen Briefkasten raus, holt richtig, also man sieht einfach, er hat zu viel 300 gesehen, holt richtig aus und wirft das Ding und trifft den Troll wirklich so am Hals und im Bestfall tritt er noch fast ganz aus der Briefkasten. Ja, dahinter ist eine Wand und du stempelst quasi seinen Kopf in die Wand. So, und der Rest da drunter ist noch und es sackt alles zusammen. Genau, Postwurfsendung. Halvor. Ja, ich stürme weiter auf den nächsten Gegner, der dort in der Nähe steht. Ja, ein weiterer Frostriese. Der letzte. Ja, greife ich an. 10. Ja, das er windet sich zur Seite und dein Schlag geht vorbei. Mhm. Brynja, du bist dran. Ich schieße nochmal. Okay. Auf wen? Sind jetzt alle in den Kampf verwickelt mit uns oder ist noch jemand, der jetzt die Menschen angreifen will? Ja, es gibt noch einen, der sich jetzt gerade wieder anschickt, Dinge in die Menschen zu werfen, ein Troll. Aber ansonsten gibt es jetzt noch 2 Trolle und einen Frostriesen. Ich würde den auf den schießen wollen, der jetzt wieder was werfen möchte. Okay. Eine 8. Ja, ist ein regulärer Erfolg. Das heißt, dein Pfeil trifft ihn irgendwo. Er war gerade dabei, so einen kleinen Wagen hochzuheben, so ein Smart. Aber du triffst ihn mit deinem Pfeil und er lässt die Karre wieder fallen. Ja. Und er brüllt schmerzerfüllt auf. Einer dieser Trolle versucht jetzt, der versucht gar nicht erst Matteo zu schlagen. Der versucht Halvor zu schlagen, aber der ist jetzt natürlich nicht da. Ein paar von den Leuten, die da jetzt in dieser Wagenburg verbarrikadiert sind, fühlen sich beflügelt durch euren Eingriff und die stehen jetzt auch auf und fangen an zu schießen. Ein paar haben Pistolen. Offensichtlich ist es nur einer, der eine automatische Waffe hat. Und aber als der sieht, dass halt Halvor und Matteo und Sunny da zugange sind, schießt er nicht mit automatischem Feuer jetzt da in die Meute. Sunny hämmert auch nochmal auf einen von den Trollen ein. Halvor, du kriegst, wirst angegriffen von dem letzten Frost. Mhm. Oh. Das ist eine 16. Ist das ein stumpfer Angriff? Ja. Mit einer Keule.
17. Nicht schlecht. Er schwingt halt wirklich eine gewaltige Holzkeule nach dir und du merkst den Luftzug, deine Frisur geht durcheinander. So. Matteo, was machst du? Der eine Troll versucht jetzt wegzurennen. Ja. Der wollte dich gerade hauen und als er gesehen hat, was du bist, hat er sich umgedreht und versucht wegzurennen. Ja, ich würde auf den zurennen, würde ihn dann quasi anspringen und ja, gucken, was dann passiert. Mach das. Das ist ein Angriff mit Superstärke. Das sind schon mal 11, 16, 19. Ja, ich habe 5. Also du wirfst dich auf den drauf und es bleibt quasi, es bleibt der Lasagne übrig. Also es macht einmal Squish so und zu den Seiten spritzt es weg und du bist jetzt halt besudelt. Halvor, ein Frostriese, ein Troll. Ich tänzel wieder heran an den Frostriesen. Ja. Natürlich ist der größte Gegner meiner. Ich schlage zu. 9. Sehr schlecht. Mit 9. Ja. Du triffst ihn trotzdem. Gleichstand ist für den Angreifer. Stark. Das heißt, du triffst ihn mit deiner Axt. Er brüllt dir ins Gesicht. Du riechst seinen stinkenden Atem und es wird furchtbar kalt. Du siehst deinen eigenen Atem kondensieren. Und Brynja ist dran. Dann schieße ich auf den anderen Troll, der noch übrig ist. Ja. Ist das der, der noch die Menschen wirft? Ja, der jetzt gerade nicht, weil du ihn getroffen hast. Also dein anderer Pfeil ragt aus seinem Rücken. Ja, ich versuche es nochmal. Okay. Gegen 5. 14. Okay. Wo triffst du ihn? Wie erledigst du ihn? Durch den, weil er sich ja wieder nach mir umgedreht hat. Oder nach mir umgedreht hat, kriegt er jetzt den Pfeil auch wieder mitten ins Gesicht zwischen die Augen. Okay. Dann sackt der letzte Troll zusammen und es gibt nur noch Halvor und den Frostriesen. Nee, 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 nee. Der Frostriese holt aus mit seiner Holzkeule. Hat eine glorreiche 6. Ja. Ich habe eine 13. Okay, ja. Dann vorausgesetzt, jemand anders möchte sich einmischen. Wenn nicht, dann ist das jetzt Halvors Show. Ja, ich umtänzle ihn. Sunny lehnt sich auch zurück, so die stützt sich jetzt auf ihren Hammer. Ich umtänzle ihn langsam und vorsichtig und wenn ich einen seiner Schwinger wieder abgewartet habe, stürze ich vor und werfe 7. Bitte was? 7? Ich habe 7. Ich auch. Das heißt, du triffst ihn schon wieder mit so einem kleinen Ding. Ja. Mit so einem normalen Treffer. Oh, ich habe eine 14. Er greift dich an mit seiner Keule wieder. 10, 14 habe ich auch. Okay, das heißt, du kriegst auch wieder einen Treffer ab. Wie weit bist du jetzt mit deiner Zähigkeit? Ich habe 3, habe ich. Ich habe ja volle Lebenspunkte sozusagen. Ja. Bin ich jetzt bei 12 dann, richtig? Bei 2. Ja, das ist richtig. Und wer Zähigkeitsschaden kriegt, habe ich eben vergessen, fliegt pro Schaden 1,5 Meter zurück. Ja. Das heißt, wenn du mit deiner Keule einen verpasst kriegst, dann machst du erstmal, haust du dich aus dem Latschen und du fliegst erstmal durch die Gegend. Ja. Ja, fliege ich 1,5 Meter zurück gegen ein schon stark demoliertes Auto, rappel mich aber auf, ein Treffer, der jeden anderen sicherlich getötet hätte. Jeden geringeren Mann. Aber aus irgendeinem Grund rappelt sich Halvor nur entschlossen auf, dreht noch einmal die Axt
ums Handgelenk und stürmt dann wieder vor. Okay. Soll ich angreifen? Ja, gegen 6, bitte. Ich habe eine 11. Ja, ich würfel furchtbar. Aber das ist tatsächlich der letzte Treffer. Erzähl, wie du ihn vernichtest. Ich treffe ihn zuerst in der Lebergegend. Er sackt zusammen. Das ist seltsam spezifisch. Ja, ich treffe ihn in der Lebergegend. Das Axtblatt sinkt bis zum Schaft ein. Ich reiße es wieder los. Er ist bereits am Stocken. Er lässt seine Keule fallen, hält sich die Seite und dann setze ich noch einmal nach und schlage ihm auf der anderen Seite zwischen Hals und Schlüsselbein. Und gurgelnd bricht er zusammen und bleibt sofort liegen. Eine schwarze Brühe breitet sich um ihn herum aus. Die Frostriesen lösen sich auf und schmilzen ziemlich schnell. Und das Einzige, was zurückbleibt, sind ihre fetten, fleischigen Herzen. Die Trolle bleiben da so liegen, wie ihr sie platt gemacht habt. Ich komme ich stand auf irgendwie 2 Wagen oder so und komme da jetzt langsam runter. Ja, die Leute in der Wagenburg stecken jetzt alle ihren Kopf hoch. Ein paar fangen an zu jubeln und fangen an zu klatschen. Das ist mir sehr unangenehm. Ich rotiere meine ledierte Schulter, guck rüber zu Sunny und zu Matteo. Alles in Ordnung bei euch? Ich glaube, Matteo reden als Steintroll? Sag mal, kannst du reden? Nee, da kommen nur diese komischen Trolllaute raus. Ich glaube, ich bringe Matteo aber seine Kleidung, weil er hat sich ja verwandelt, da wo ich stand. Ja, und genau. Ich komme jetzt langsam. Ich habe, wie gesagt, so die Pelzmütze, die Pelzkapuze von meiner Jacke so rübergezogen und reicht dir. Und in dem Moment verwandelt er sich dann halt zurück wieder. Die Leute starren dich an. Alle, die da stehen, starren also euch alle an, aber vor allen Dingen natürlich Matteo gerade. Ja, deswegen, ich stelle mich so ein bisschen davor, also finde das, ich weiß, Matteo stört das nicht so, aber ich stelle mich davor, dass die nicht anklotzen. Ja, du schrumpfst, bist splitterfasernackt von Brynja bedeckt. Dir fällt aber auf, dass ein paar versuchen, um Brynja rumzugucken. Und während du dich wieder anziehst, Halvor, siehst du, dass jetzt auf der Motorhaube von einem von den Autos steht halt die Bogenschützin, aber neben ihr siehst du so einen älteren Mann, den schätzt du so auf irgendwo zwischen 60 und 70 in einer Militäruniform, die aber mehr so aussieht, also der sieht eher aus, als wäre er nicht mehr beim Militär, sondern als wäre er so ein Ruheständler, der sich die einfach nur wieder angezogen hat, weil die besondere Weltlage es gebrauchen kann oder so. Die stehen da nebeneinander und gucken euch zögerlich und ein bisschen misstrauisch an, aber die Leute jubeln. Ich warte darauf, dass meine Kameraden sich soweit wieder gefangen haben. Ich helfe Matteo in die Jacke, dann ist er kalt. Ja. Aber ich bleib hinter euch stehen. Also ich bin nicht diejenige, die da jetzt irgendein Gespräch hat. Ja, wenn ihr soweit seid, würde ich rübergehen. Also mit euch zusammen. Wäre meine Intention. Ja, die stehen da nebeneinander und die Frau sagt, das war ja mal eine Show. Ich lächle sie gewinnt an und möchte es mit meinem Charme umspielen. Die strahlt dich genauso an und hat ein so entwaffnendes Lächeln. Ehrlich? Ja. Ja. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Das waren großartige Schüsse, die du dort verteilt hast. Ein kleiner heißer Tropfen gegen das, womit wir es hier zu tun haben. Wer seid ihr? Mein Name ist Halvor und ich blicke auf euch, dass ihr selbst die Möglichkeit habt, euch vorzustellen. Brynja. Da von hinten kommt so Sunny. Ich bin Matteo Alric. Wir sind hier, weil wir eure Spuren verfolgt haben. Wir hatten das Gefühl, ihr könntet etwas Hilfe gebrauchen.
Ja, da habt ihr recht. Ich bin Tuva. Und da fällt es dir wieder ein, Tuva Lund heißt die. Tuva Lund? Ja. Bist du nicht der Typ, der diese Demo da in diesem komischen Samengutspeicher da machen wollte? Ich lächel auch zurück. Richtig, aha, genau. Das war ein ziemlich viraler Fuck-up. Mein Gesicht friert etwas ein. Manchmal muss man viel riskieren, um viel zu erreichen. Verliert. Ja, das ging ganz schön durch die Medien, dass du da danach ziemlich am Arsch warst. Die suchen dich polizeilich, aber das ist jetzt auch egal. Leider. Sie guckt sich, der Alte tritt nach vorne. Sagt, Oberst Backen! Sverre Backen! Und er hält euch die Hand hin. Ich habe den Blick aber von den beiden abgewandt und lasse ihn schweifen über die Leute. Ja. Ob ich da, ich gucke auch, weißt du, wir sind Überlebende. Kenne ich da jemanden? Haben wir da bekannte Gesichter drunter? Also ich scanne die Leute ab. Mich ignoriere die beiden Fortuna. Oder? Oberst Sverre. Sverre mit zwei R und V. Sverre, ja. Backen mit zwei K. Backen, danke. Ja. Oberst Backen, sehr erfreut. Halber Asenheim. Ich schüttel seine Hand. Oberst AD. Aber das hier ist der Kriegsfall, da muss man nehmen, was man kriegen kann. Ich glaube auch. Seid ihr auch wie Tuva? Und sie verschränkt die Arme und grinst euch an. Ich denke schon. Achso. Und? Von wem seid ihr so? Bei dir habe ich so eine Vorstellung, sagt sie zu Halvo. Ich lächel dir zu. Niemand dabei, den ich ignoriere die total. Mir sind die voll egal. Achso, nee, also niemand, den du kennst, leider. Es sind bei den Übergriffen jetzt durch die Frostriesen und die Trolle scheint niemand zu Tode gekommen zu sein. Die haben da offensichtlich mit gerechnet, aber es sind halt Verletzte dabei. Ja, deswegen, ich ignoriere auch ihre Frage total und richte den Blick dann an, ne, zu den anderen und rufe dann so rüber. Ihr könnt rauskommen, es ist sicher. Braucht ihr Hilfe? Und ich gehe einfach an den beiden vorbei. Ja, die gucken dir hinterher. Du hast das Gefühl, durch so einen Seitenblick, als würdest du von dem alten Oberst einen anerkennenden Blick bekommen. Der dreht sich dann aber auch um und folgt dir. Auch. Ja. Ich würde dann denen helfen. Vermutlich mit Sunny auch zusammen. Ja, genau. Sunny ist unterstützt auch dabei. Das ist halt, ihr müsst halt den Schrott da rausholen. Ja. Irgendwie. Und einer ist eingeklemmt unter der Mülltonne und der nächste hat sich da irgendwie in dem geflogenen Moped da verkeilt. Ich wollte das Gespräch auch nicht abwürgen. Ja. Nur halt sagen, warum wir da raus sind. Ja. Du hast die Leute hierher geführt, Tuva? Ja. Wie lange bist du schon hier? Wir sind erst seit einigen Tagen wieder in Midgard. Ich war nie weg. Oh, verstehe. Ich kenne mein Schicksal schon eine ganze Weile. Das freut mich für dich. Und wessen Gör bist du? Sagt sie so zu dir, Matteo. Ich bin von Odinsippe, der strahlsten und besten und klügsten Sippe, die es jemals gegeben hat. Aber ich dachte, der hat irgendwie so die Hälfte von den Asen gezeugt. Also bist du der Sohn Odins? Matteo nickt dabei. Natürlich. Cool, cool, sagt sie. Ich bin die Tochter Ullas. Ihr als Norweger wisst, Ulla ist keiner der direkten Asen, sondern der Varnar, das ist der Gott des Waldes und der Jagd. Aha. Ah. Das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich.
Und die zwei da? Und sie nickt den Damen hinterher. Frag sie doch selbst. Ja, wird schon früh genug dazu kommen. Wie lange kennst du denn schon dein Geheimnis oder besser dein Schicksal, wie du eben gesagt hast? Mein Vater war einige Jahre bei uns und hat mich schon früh ins Bild gesetzt. Dann waren die Vorbereitungen aber anscheinend nicht so gut, wie ich hier das so sehe. Ich denke, das siehst du falsch. Wir sind auf dem Weg nach Röros. Mein Vater und einige der anderen Asen haben die Regierung infiltriert, um ein Projekt namens Camelot zu finanzieren. Davon haben wir gehört. Was ist dieses Projekt Camelot? Das ist ein Zivilschutzbunker, der eigens für den Fimbulwetter gebaut wurde, um so viel wie möglich Norweger unterzubringen. Dafür wurden die alten Stollen unter Röros verwendet. Verstehe. Ursprünglich sollten Züge dorthin fahren, aus allen großen Städten Norwegens. Aber offensichtlich hat niemand eine so heftige Verwüstung erwartet. Das ist genau ein Ort, wie wir ihn gesucht haben. Wir sind hier, um so viele Menschen wie möglich vor dieser Katastrophe zu bewahren. Ja, aber, und sie guckt so Brynja und Sunny und dem, vor allen Dingen dem Oberst hinterher. Und sie kommt euch dann so ein bisschen näher und raunt euch so zu. Aber wir sind hier nicht alle einer Meinung. Was heißt das? Einige von unseren Leuten sind aus dem Norden gekommen und zu uns gestoßen. Und haben erzählt, dass die Riesen dort die Minen unter ihrer Kontrolle haben. Und alle Menschen, derer sie habhaft werden, dort versklaven zum Arbeiten, weil sie nach irgendwas suchen. Und der alte Sverre hier, der alte Oberst, der will sich, wenn wir da oben der schwedischen Grenze nahe kommen, will er sich mit ein paar Leuten absetzen auf schwedisches Gebiet. Warum glaubt er nicht an das Projekt Camelot? Na, er glaubt an das Projekt Camelot, aber er will die Leute nicht in Gefahr bringen. Ich will da oben hin und unsere Leute alle befreien von den Riesen. Aber der Oberst ist 70 und wir haben einige Alte, wir haben Kinder dabei, wir haben Familien dabei. Und die wollen sich nicht in so eine Befreiungsaktion stürzen, sondern sich einfach in Sicherheit bringen. Sind denn die anderen Leute, und ich werfe einen Blick auf den Rest des Tracks, sinnvoll kampffähig? Wären die überhaupt eine Hilfe? Nicht wirklich, nein. Aber das Problem dabei ist, wir können die auch nicht einfach gehen lassen. Wenn die irgendwo anders hingehen, wo sie von Frostriesen überfallen werden, ist es vorbei mit denen. Die besten Chancen hätten wir, wenn wir zusammenbleiben, aber das wollen die nicht. Weil wir nicht darauf verzichten wollen, die anderen zu befreien. Weil die unsere Hilfe genauso brauchen. Können wir sie nicht zuerst nach Röros und den Luftschutzbunker Camelot bringen und dann die Leute im Norden befreien? Oh, ich glaube, du hast mich missverstanden. Die Leute, die aus dem Norden gekommen sind, haben gesagt, dass Röros die Mine ist, die die Riesen unter Kontrolle gebracht haben. Das heißt, wenn es dumm läuft, dann ist dieser Luftschutzbunker unter der Kontrolle von Jotunheim. Verstehe. Aber dann müssen wir erst recht dahin und die befreien. Ich stimme dir vollkommen zu. Dann müssen wir die Leute überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Eine Flucht nach Schweden wird doch auch nur eine kurzfristige Besserung der Situation bringen. Aber offensichtlich sammeln sich die ganzen Schergen alle in Röros. Aber bitte, ich red mir schon den Mund fusselig mit Sverre. Versuch dein Glück. Du stammst doch bestimmt vom Baldur ab, oder? Wenn ihr eins könnt, dann quasseln. Ich
zwinker ihr zu und gehe in die Richtung der Leute. Ja. Ja, dann, sind die da jetzt alle quasi so ein bisschen auf einem Haufen oder ist das jetzt weit verteilt? Ja, das ist halt, es ist jetzt halt die Wagenburg, die fangen jetzt an, da die Mülltonnen aufzurichten und wegzurollen und du siehst Rinja und Sunny, die da zusammen mit dem Oberst den Leuten helfen. Ich packe auch mit an. Ja, die haben auch zum Beispiel Verbandszeug und so, haben die alles dabei. Und mit Sunny vermutlich so, gucken wir weiter durch, ob wir Leute da kennen, von ja. denen, die da überleben. Genau, es sind ungefähr 30 Leute und da ist tatsächlich niemand dabei. Mhm. Und das ist auch, wenn man es mal genau nimmt, von der Bevölkerung Oslos. Klar, aber wenn du guckst ja immer nach einem bekannten Gesicht in einer Menschenmenge. Ja. Aber das findet ihr leider nicht. Ja, Halvor kommt. Der hat offensichtlich irgendwas vor. Matteo war ja die ganze Zeit bei unserem Gespräch mit Tuba dabei, hat das mitgehört. Und ich werfe nochmal einen Seitenblick zu ihm herüber. Sieht er das ähnlich oder hat er da eine komplett andere Meinung zu? Wie schätze ich ihn ein, Julian? Ist er skeptisch oder begeistert? Ist halt schon mal sehr interessant, was er jetzt gehört hat von Tuva. Er stimmt schon zu. Also. Okay. Dann gehe ich nochmal rüber zu Brynja und Sunny und beug mich kurz runter zu Brynja. Brynja, wir müssen mit den Leuten reden. Sie sind sich uneins und sind kurz davor, den Track aufzufasern. Der Rest der Leute ist in Rührum gefangen und wir müssen alle Kräfte bündeln, um Rührum zu zerschlagen. Es scheint unter die Kontrolle der Frostriesen gelangt zu sein. Aber das ist der einzig sichere Ort. Wieso, was sind die Pläne? Die Leute wollen weiter nach Schweden und wollen dort ihr Glück suchen. Aber in Röros ist dieses Projekt Camelot, ist ein riesiger Luftschutzbunker, der extra für diese Situation von den Asen gebaut worden ist. Ein Ort, in dem man diese gesamte Katastrophe langfristig überleben kann und der auch groß genug ist, um große Teile der Bevölkerung, eine kleine Stadt sozusagen, zu versammeln. Das könnte das Zentrum sein, um das wir das neue Norwegen aufbauen können. Aber dafür müssen wir es als erstes befreien. Okay. Glaubst du nicht? Die Alternative ist, weiter nach Schweden zu ziehen und für immer auf der Flucht zu sein. Ich könnte die Schale befragen. Aber ich Gute weiß Idee. Nicht. Ist Matteo mitgekommen? Hm? Ja, ich werf dir da auch so einen fragenden Blick über Halvors Schulter zu. Was denkst du, Matteo? Ich finde, wir sollten die Menschen, wir müssen sie mit uns nehmen. Egal, ob sie alt, jung, schwach, krank sind. Wenn wir sie alleine mit diesem Sverre wegschicken, die haben keine Chance, wenn da irgendwas passiert. Wir müssen ihnen nur irgendwie beibringen. Jetzt hat sich das Blatt ein bisschen gewendet, weil jetzt sind wir noch mit dabei. Jetzt ist die Kampfkraft von dieser Truppe nochmal etwas gestiegen. Jetzt haben wir hier potenzielle Verbündete, vielleicht auch sogar noch andere Kinder der Asen. Wir wissen ja nicht, wie groß diese Gruppe ist. Vielleicht hat Tuva noch nicht alle ihresgleichen hier erwähnt, wenn es denn noch welche hier sind. Ich glaube, ein Blick in die Schüssel. Schade. Wirklich etwas hilflos, weil ich deine Kunst nicht richtig beschreiben kann. Ich sehe ein bisschen empört aus. Schale ist eine gute Idee. Wir sollten hier umsichtig vorgehen und genau verstehen, was wir tun. Und ich glaube, die Leute werden uns auch in einer Stunde noch zuhören.
wenn wir sie davon überzeugen wollen, nach Röhrum zu ziehen. Vielleicht könnte ich es versuchen, sie zu überzeugen. Ich kann ja sehr überzeugend sein. Warten wir den Blick in die Schale ab. Ja, ja. Aber wie sollen wir das denn jetzt machen? Ich meine, das ist eine... Das ist eine... Kannst du das denen irgendwie sagen, dass wir da einen Blick in die Zukunft werfen können? Ich weiß nicht, was ich da rausfinde, aber wenn wir denen nicht erzählen, was wir machen, hat das vielleicht ja keinerlei Gewicht. Also, aber ich kann sowas nicht. Das müsst ihr machen. Das kriegen wir hin. Oh, ich ziehe meine Kapuze noch ein bisschen tiefer in die Stirn. Ach, keine Sorge. Ich glaube, ich wüsste, was ich sagen müsste, damit sie uns, glaube ich, folgen. Ich habe da schon so ein paar Ideen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie besser deiner Zunge oder meinem Herzen folgen sollen, ehrlich gesagt. Warum traust du mir denn nicht? Kann ich dir trauen? Gab es jemals einen Grund, an mir zu zweifeln? Gut. Oh, ich guck dir jetzt, mein Blick geht hoch und ich guck dir jetzt sehr, sehr tief in die Augen. What? Dann werf ich einen Blick von Matteo zu Brynja und Brynja zurück zu Matteo. Ich spreche vielleicht diesmal mit Ihnen und du das nächste Mal. Sollten Sie da nicht überzeugt sein. Wie du willst. Also willst du die Schale befragen. Die Schüssel. Die Schüssel des Schicksals. Oh Gott, wir nennen die YouTube-Folge so. Die Schüssel des Schicksals. Die Schale fängt auch mit Sch an. Ja. Oh, ja, erzähl weiter. Okay, du weißt, was du tun musst. Ja. Das Schicksal zu befragen. Und wahrscheinlich musst du auch das Klorakel, wahrscheinlich musst du auch das auch vor versammelter Mannschaft machen, damit sie dir das halt abkaufen. Richtig, ne? Das ist halt das Problem. Und das ist, die beiden müssen mir den Weg dahin bereiten, weil ich das nicht kann. Du wirst den Leuten dann direkt sagen, was du gesehen hast? Manchmal überkommt es mich. Ich weiß es doch nicht, was passiert. Okay. Das heißt, wir machen da jetzt ein bisschen Show oder was? Ich werde die Leute ansprechen und dann wirst du uns allen die Zukunft im Röhrum zeigen. Röhros. Okay, das heißt, wir suchen uns dann am besten dann, wenn die Sonne untergeht, war das dann irgendwann mitten am Tag oder so, wenn wir ein Lager aufschlagen. Ja. Ich brauche natürlich das entsprechende Setup mit einem Lagerfeuer und Gedöns. Ihr könnt, das schockt es überhaupt nicht. Die erzählen dir auch, also Tuva erzählt euch, dass sie überhaupt dahin sind, weil sie eben am Nachmittag das Lager in dieser Shopping Mall aufschlagen wollten. Weil das eben einfach die Hauptanlaufzentren sind, weil die da noch Lager hinten in ihren Geschäften haben, wo potenziell noch Dinge drin sind und so weiter und so fort. Das ist so das, was sie standardmäßig machen. So, deswegen schlagen sie halt in der Shopping Mall das Lager auf. Und wenn da so, da sind da immer Oberlichter in den Gängen und so, die alle zerdeppert sind, da kann man auch problemlos ein Lagerfeuer anzünden und alles. Gibt genug Mobiliar, was man abfackeln kann. Das heißt, ihr schlagt dann quasi dann mit denen zusammen euer Lager in der Shopping Mall auf. Mhm. Und die verteilen sich dann da auch auf die ganzen Geschäfte da und betten sich. Ja. Ja, dann haben wir die beiden dazu geholt, also Tuva und den Oberst. Ja. Und ich rede da auch kein Wort drüber und ich rede auch nicht mit denen, wenn mir das irgendwie ein bisschen peinlich ist. Aber ich setze mich dann da an das Feuer, hole die Schale raus.
bereite das alles so ein bisschen aus. Rinja, sollen die Leute dir alle zuschauen? Soll ich sie zuerst versammeln? Oh, ich weiß nicht. Ich kniebel so unangenehm berührt mit meinen Fingern. Weiß ich nicht, was meint ihr? Ja, wir könnten daraus eine kleine Show machen. Je eindrucksvoller es wirkt, desto glaubhafter wird es. Wenn ihr meint. Okay. Ja, dann. Also ich stelle mir vor, das ist jetzt so ein Mall-Zentrum, dreistöckig. Und wenn man dort an die Balustrade... Das ist eine Kleinstadt, eher zweistöckig mit so einem durchgehenden Glasdach. So. Ja, okay. Aber die Leute sind auch in dem Stockwerk drüber oder nur im Erdgeschoss auf unserem... Hauptsächlich unten, weil sie alle zusammenbleiben. Ja. Okay. Dann, gucke ich, dass wir das Feuer noch ein bisschen größer und eindrucksvoller machen, während Brynja sich dort vorbereitet, dass es wirklich ein großes, fröhliches Feuer ist, und ziehe gleichzeitig eine Bank heran, auf die ich dann heraufspringe und mich dann umschaue und rufe: Leute, Leute, kommt zusammen! Wir müssen denn die weiteren Teile des Weges besprechen. Hey, hört mal her, kommt zusammen. Und ich, ja. Ja, Tuva und der Oberst, die unterstützen und die gehen dann so von Geschäft zu Geschäft, wo die Leute sich halt da niedergelassen haben. Und nach so einem Tag wie den, nachdem man noch so lange unterwegs ist und so, das dauert ein bisschen, bis die Leute willens sind, sich daraus zu schälen. Aber zögernd nach und nach versammeln sich da immer mehr Leute im Mittelgang. Okay. Ja, steige ich auf die Bank. Ich trage nur meinen blanken goldenen, was heißt nur, ich trage meinen blanken goldenen Schuppenpanzer und darunter natürlich die normalen weiteren Klamotten. Und ich möchte als erstes Emotionsmanipulation zum Start meiner Rede wirken. Ich dachte, du sagst zum Spaß. Nein, zum Start meiner Rede. Dann würde ich weitermachen. Setze einen Kompetenzpoolwürfel. Ja, du brauchst 7. Mhm. Das ist allerdings nicht so viel, weil die sind... Bedürftig? Die sind bedürftig. Die begieren nach guten Nachrichten und nach jemandem, der ihnen was sagt, womit sie anfangen können, etwas, das ihnen Hoffnung gibt. Ja. Ich habe eine 13. Okay. Das heißt, das ist ein herausragender Erfolg. Mhm. Und ich habe so viele. Nee, komm, ich lasse das so. Ich lasse das so. Genau. Ich möchte den Leuten Mut und Hoffnung in ihre Herzen sehen durch diese Emotionsmanipulation. Ja. Also ich möchte ihnen Kraft und Hoffnung geben durch das, was ich jetzt mache. Das mache ich, indem ich einmal meinen Blick durch die gesamte Menge fahren lasse. Das große Feuer spiegelt sich wieder in meinem goldenen Schuppenpanzer und wirft das Licht in alle Richtungen wieder und wieder. Und meine goldenen Locken schwingen umher und meine Augen fixieren scheinbar jeden gleichzeitig. Und dann richte ich das Wort an die Leute. Leute! Sunny raunt drin jetzt, er kann einfach nicht anders. Aber immerhin kann er das gut. Hört zu! Die Zeiten sind schwierig. Unser Land liegt da nieder. Wir können uns nach Norden, Westen, Osten oder Süden wenden. Und es wird überall so aussehen. Gestalten wie die da draußen. Und ich richte meine Hand auf das Massaker draußen auf dem Vorplatz. Werden wir hier überall finden. Und wir können uns jetzt entscheiden. Wir stehen jetzt und hier am Scheideweg. Wir können den Rest unseres Lebens weglaufen oder wir werden uns jetzt anfangen, unsere neue Heimat, unsere neue Welt aufzubauen.
ihr, wir, ich deute auf Brinja und Matteo, mit uns zusammen, und damit deute ich natürlich auch mich selbst. Und der Weg dafür ist vorgezeigt. Er geht gen Norden, nach Rörus. Dort haben unsere Vorfahren, die Asen, dieses gesamte Schicksal vorhergesehen und haben gewusst, dass es zu dieser Katastrophe kommen wird. Und sie haben einen Hort der Hoffnung dort für uns gebaut. Das soll die neue Keimzelle sein, in der wir unsere neue Gesellschaft begründen wollen. Doch im Moment ist sie vom Bösen besetzt. Und wir werden durch Mut, Kampf und Blut unsere neue Heimat zurückerobern müssen. Und du hörst von irgendwo einen, also der Oberst, aber wir haben Frauen und Kinder, wir haben Alte dabei. Wenn die Blut vergießen, dann war es das letzte Mal, dass sie das tun. Und sie werden uns folgen und wir werden sie beschützen. Wir haben die Wahl für diese armen, schwachen und jungen Menschen, ob wir sie jetzt einmalig diesem Risiko aussetzen oder ob wir sie ihr ganzes Leben lang diesem Risiko aussetzen. Außerdem haben wir noch eine Geheimwaffe dabei, die uns zeigen kann, ob dieser Plan aufgehen wird und ob es die richtige Entscheidung ist. Ich sag so ein bisschen tiefer in meinen Winterparker. Jetzt werden die langsam neugierig alle. Was denn für eine Geheimwaffe? Brinja. Ja. Alle gucken mich interessiert an. Danke. Ich schieb mich so ein bisschen an dir vorbei. Steig herunter und überlass dir die Bühne. Ja, ich setze mich da auf die Bank. Warte mal bitte kurz, bevor du was sagst. Wie viele Würfel hast du eingesetzt? Halbwurf? Vier. Schicksalswandel. Alles klar. Du weißt, was mit dem letzten passiert ist, ne? ich nestle dann an meinem Rucksack rum. Bin sehr peinlich berührt, habe aber die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Hol dann diese Schale raus. Bette die dann auf meinem Schoß. Ich habe den Blick auch nicht nach oben gerichtet. Ja, alle Leute klatschen. Ja, ich spürst, dass ich alleine lasse. Oh Gott, ich sterbe gerade in der Nacht. 12 Tode. Ich würde dann aber die Energiemanipulation nutzen, damit es dunkel wird. Weil ich einfach keinen Bock habe, dass sie mich alle angucken. Ich mache, dass es dunkel wird. Ja, ein Raunen geht durch die Leute. Ja, ich will einfach nur nicht, dass die gucken. Denn ich hab das Messer ja und ich schneide mir, ich ziehe dann jetzt so meinen Arm hoch und mittlerweile ist es ja sehr vernarbt, weil ich mir nicht in die Handfläche schneide, sondern in die Unterarme, aber Oberseite und schneide mir einmal auch wieder lang in den Arm, dass das Blut mir runterläuft und in die Schale tropft. Und ja, die ein paar atmen scharf ein, als sie das sehen. Murmel auch schon Sachen vor mich her und würde dann auch in die Schale spucken, wie man das ja machen muss. Ja. Dann würde ich mit der anderen Hand dann anfangen, da drin rumzurühren und dann entsprechend meinen Zukunftsblick, meine Prophezeiung einsetzen. Dann tu das. Und habe... Ich werde es dann aber auch entsprechend dunkel werden lassen dabei. Ich habe eine 7. Nee, weil ich auch nicht will, dass die mich angucken. Ich habe nur eine 7. Okay. Ja. Es ist anders als beim letzten Mal. Weil das letzte Mal warst du ja sofort sozusagen im Körper der Frostriesen und hast durch Goroas Augen geguckt. Das ist jetzt nicht so. Das ist so, als würdest du durch einen Nebel blicken, wäre dein Blick verschleiert und du siehst Nebelschwaden, die sich aber langsam lichten
und du hörst Groas Stimme in deinem Kopf. Du siehst sie nicht, du siehst nur diesen wabernden Nebel. Und die Stimme in deinem Kopf sagt dir eine Prophezeiung, die du zeitgleich laut aussprichst. Das heißt, aus dieser Dunkelheit, aus diesem Kegel aus Dunkelheit, der da jetzt mitten in dieser Shopping Mall ist, ertönt eine Stimme, die nicht Brynjas Stimme ist. Also es ist ihre Stimme, aber sie ist unnatürlich tief. Und es klingt, als würden da irgendwie zwei, drei Leute gleichzeitig sprechen. Und ich sage, Sturm bringt Asche, Sturm bringt Leid, erhebt manch altes Schlachtenkleid, vergangene Schande neu erwacht, naht lautlos in des Tages Nacht. Gefallener Gott von nächtlichem Glanz, beschreitet den Pfad von Flamme und Leid. Lasst nicht sein finsteres Wirken verschlingen, des Morgengrauen leuchtenden Eid. Irgendwo kommt eine Stimme. Was soll das heißen? Ich habe keine Ahnung, sage ich dann, wenn ich mich wieder gefangen habe. Ich räusper mich dann. Ich bin dann gleich wieder da. Mach uns weiter. So leid. Ja, ich gucke mich ein bisschen fragend an. Was heißt das, Bonja? Ich bin nur die, die die Worte weitergibt, nicht die, die sie interpretiert. Genau wie EMT. Genauer geht's nicht. Was willst du damit sagen? Dass die Prophezeiungen generell bis jetzt nicht sehr genau immer waren. Sehr viel Interpretationsspielraum gab. Ich kann da nichts für. Boah. Das Gehirn explodiert. Ja. Das ist ein Loch am Hinterkopf jetzt. Richte ich mich zurück an die Leute. Genau, weil ich dann dir dann auch so zuraune, mach da jetzt was draus. Keine Ahnung. Ja, genau. So. Hatte ich dich auch verstanden. Das bedeutet, dass von jeder Himmelsrichtung aus die Aschestürme an uns herantragen, die Dunkelheit und die untoten Wesen aus der Unterwelt. Und wir müssen uns dem Herrn dieses Sturmes stellen, um die Morgenröte zu erblicken. Heißt das, wir müssen nicht nur gegen die Riesen und gegen die Trolle kämpfen, auch noch gegen irgendwelche Untoten? Nein, damit wir nicht gegen die Untoten kämpfen müssen, müssen wir gegen die Frostriesen kämpfen, die Röros besetzt halten. Und das, Freunde, das ist unsere Morgenröte. Aber wer ist denn dieser gefallene Gott? Das werden wir rausfinden, wenn wir ihm mit der Axt entgegentreten. Ach so. Das klingt aber überhaupt nicht hoffnungsvoll. Unsere neue Heimat müssen wir uns erkämpfen. Ich sagte doch bereits, dass es ein schwieriger Anfang wird. Das ist doch alles scheiße. Ich gehe wieder schlafen. Hinten geht einer... Gehen so ein paar Leute gehen weg. Aber ein paar sagen so, ja. Ich gucke auch so von unten ein bisschen entschuldigend hoch zur Halvor. Zur Quellfluss mit den Schultern. Zu zögern wird uns jetzt nicht helfen. Wir müssen entschlossen bleiben. Wir müssen vereint bleiben. Und müssen diesen Weg gemeinsam gehen. Tuva taucht plötzlich neben dir auf. Mhm. Und sagt, das hat schon Hand und Fuß, was der Mann sagt. Ihr habt doch gesehen, was passiert ist. Und wenn die vier mit uns kommen, dann haben wir eine echte Chance. Also die Leute fangen dann an, so ein bisschen zu murmeln und so. Matteo, wo bist du denn? Bist du in meiner Nähe? Ja. Ich raune dir dann nämlich zu, während da Tuva und Halvor oben stehen und die Aufmerksamkeit haben. Aber hatte nicht irgendwie das mit Hel und den Untoten was mit Baldur zu tun und seinem Schwur, den er gebrochen hat? Ja, da war was. Da wurde was mal erwähnt.
Und wir beide gucken so, ja, sie, in den Rücken zu Halvor. Vielleicht sollten wir Halvor mal nach Helheim schicken. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das mal eine Entschuldigung angebracht. Vielleicht müssen wir Hel einfach entgegengetreten. Wir haben Halvor, er ist vom Blute Baldurs. Vielleicht wird Hel darauf reagieren. Vielleicht können wir... Wir können ihm doch nicht für die Fehler, die sein Vater begangen hat, da Hel vorwerfen, oder? Naja, wir büßen schon eigentlich unser Leben lang für die Sünden unserer Väter, Mütter, wie auch immer. Alle unsere Leben waren durch die Asen sehr gezeichnet. Bei manchen schlechter, besser, je nachdem. Ich weiß es nicht. Ich beende da jetzt die ganze Zusammenkunft. Also, morgen um 10 Uhr brechen wir auf. Ja, ein paar sind aufgepeitscht, aber ihr habt so das Gefühl, das sind die sowieso diesen Weg einschlagen wollten und sich auf Tuvas Seite gestellt haben. Vielleicht hast du halt noch ein paar mehr irgendwie auf eure Seite gezogen oder ihr mit dieser Aktion. Aber es wirkt jetzt nicht so, als wären die alle begeistert. Das Ding ist halt mit dieser Emotionsmanipulation, du hast halt die Emotionen verstärkt, aber das ändert halt nichts daran, dass die eine scheiß Angst um ihr Leben haben. So, und dann verstärkst du die Emotionen halt in die falsche Richtung. So, und es wirkt halt immer noch so, als würde diese Gruppe vor der Spaltung stehen. Matteo sieht, dass Halvor da so ein bisschen am Ring ist und würde dann quasi auch zu Halvor gehen. Würde dann nochmal zu Halvor gucken und zu ihm sagen, Halvor, soll ich nochmal sprechen oder meinst du, das hat keinen Sinn mehr? Bitte, versuch dein Glück. Aber ich habe das Gefühl, die Leute, die ich hier nicht erreicht habe, die haben ihre eigenen Beweggründe dafür. Aber bitte. Ich gebe mein Bestes. Ich würde gerne nicht Emotionsmanipulation machen, ich würde gern auf Ausdruck und Darbietung würfeln. Oh. Das heißt aber, du kannst, wenn du möchtest, kannst du deine Tugend einsetzen, weil das ist die Tugend der Asen. Die habt ihr alle. Das heißt, du kannst einmal pro Spielsitzung kannst du deinen Tugendwert oben drauf werfen. Genau, oder du ziehst dich einfach wieder aus. Hat jedes Mal funktioniert. Wobei Ausdruck und Darbietung sieht an sich schon sehr gut aus. Der Hermit hätte schon 6 Würfel. Ja. Okay. Let's go. Auf Rumpel. Das sind 9, 10, 15, 20, 22. Oh Gott. Aber mit deiner Tugend. Nee, jetzt ohne Tugend. Du hast wie hast du das geschafft? Also ich habe auf Ausdruck und Darbietung gewürfelt. Nee, du machst das ja nicht zusammen. Ach so. Du musst immer entweder oder. Ja. Ah, so. Außer du kannst halt dann jetzt ausnahmsweise Tugend doch mit draufnehmen zu Darbietung, richtig? Du kannst deine Tugend, kannst du einmal pro Spielsitzung, kannst du die oben drauf knallen. Also du könntest das machen, Ausdruck, das ist ja deine Tugend, aber halt dieses eine Mal nur und dann ist es vorbei. Dann würde ich es machen. Okay, also da kommt aber eine Sache zum Tragen. Lass mich mal gucken. Oha, wo habe ich denn jetzt meine...
Warte, vielleicht habe ich den da. Ne, ich habe es gefunden schon. Warte. Also Tugend, aber welche, das wäre dann, ist dann egal, welche dieser Tugenden man nimmt? Man darf also einmal pro Sitzung eine... Die Handlung muss der Tugend entsprechen. Okay, wenn ich jetzt, weil ich habe jetzt irgendwie Ausdauer, habe ich mehr. Und das würde dann für mich bedeuten, dass ich das einmal benutzen könnte, um... Okay, Ausdauer um plus irgendwas anderes. Ne? Aber wenn Matteo sich da jetzt hinstellt und eine Rede an die Nation irgendwie jetzt hier... Ist ja praktisch. Aber dann kann er ja Ausdruck und dann war das doch richtig, was er gemacht hat. Ja, genau. Dann kann er halt seinen Ausdruck verwenden, das ist, weil es genau die Situation ist. Okay. Es ist aber auch so, also wenn man etwas tut, was gegen seine Tugend verstößt, dann muss man auch würfeln. Und wenn man den Wurf verkackt, dann kann man nicht anders als seiner Tugend entsprechend handeln. Und wenn es dann ganz dumm läuft, erleidet man einen Tugendextrem. Dann gibt man sich selbst auf, um Wiedergutmachung zu leisten und so. Also das ist dann das negative Extrem dieser ganzen Geschichte. Aber alles gut, du hast 6 Würfel, also in dem Fall ist das korrekt, was du gewürfelt hast und du kannst loslegen. Okay. Also Matteo stellt sich dann quasi neben Halvor und sieht schon, wie die Ersten weggehen und ruft dann, haltet ein, wartet einen Moment bitte. Hört mich bitte noch kurz an. Ja, und wenn ihr mich erhört habt und ihr meine Meinung oder besser das, was ich jetzt sage, für nicht richtig oder nicht wichtig befindet, könnt ihr ruhig gehen. Aber hört mich bitte erst an. Ja, ein bisschen mürrisch und ein bisschen unwillig kommen die aber wieder zurück. Ein paar drehen sich einfach nur um und bleiben dann ganz weit hinten stehen mit verschränkten Armen. Ein paar kommen wieder zurück, aber sie gehen noch nicht. Mein Name ist Matteo Alric. Vor langer Zeit war ich genau wie ihr alle. Menschlich, sterblich, schwach. Und jetzt bin ich ein Sohn des leibhaftigen Odin, des mächtigen Allvaters. Raunen geht durch die Milch. Ich bin ein Sohn des Sprösslings, des Allvaters, des Pantheons der nordischen Götter. Aber ich bin nicht nur irgendein Sohn. Ich bin, wie mein Vater zu mir sagte, als ich noch klein war, sagte er zu mir, du mein Sohn, Matteo, du wirst irgendwann mit deinen Verbündeten, wie ich jetzt vor euch stehe, am Rande der Vernichtung stehen und diese Rede halten, um euch, um alles zu einen gegen Hel und ihre Schergen und was auch immer noch ihrem Gefolge alles mitkriegt. Wir sind das Schwert, was die Asen zu euch geschickt haben, um Midgard zu retten und zu befreien. Und wenn ihr uns folgt, ist der Sieg offenbart. Wenn ihr geht, ist das der sichere Tod. Sverre, was ist eure Fähigkeit? Ihr habt vielleicht gedient als Mensch, als Soldat, aber ich bin der Sohn eines Gottes. Ihr habt heute gesehen, was ich gemacht habe. Das ist nur ein Bruchteil meiner Macht, die ich habe. Ich kann noch viel Größeres erreichen. Und glaubt mir, ich kann noch viel mehr als das. Und glaubt mir auch noch, was dieser Mann, also dabei tappt er dann auf Halvors Schulter, dieser Mann hat schon in Jotunheim gegen Hunderte von Riesen gekämpft. Und Sunny, eine Tochter des mächtigen Gottes Vida, hat einen der ältesten Trolle besiegt in einem Zweikampf. Und die Chancen standen nicht zu ihren Gunsten. Sie hat ihn besiegt, diesen Troll. Und wie gesagt, das ist bloß die Spitze des Eisberges unserer Kräfte.
Die Prophezeiungen von Brynja sind vielleicht nicht immer ganz genau, aber wenn man erstmal sie richtig entschlüsselt hat, ist die Macht aus diesen Prophezeiungen unermesslich. Denn glaubt mir, ich habe diese Prophezeiung entschlüsselt und seht jetzt nur, welche gottgleiche Gestalt hier vor euch steht. Wollt ihr Sverre folgen? Einem Menschen, der schon die besten Jahre seines Lebens hinter sich hat? Oder wollt ihr mir folgen? Dem hey. Sohn des größten, des größten Gottes der Asen. Du siehst ganz hinten, siehst du Tuva stehen und die macht so. Aber hat kein anderer gesehen. Also, wollt ihr mir folgen? Denn wenn ihr mir folgt, habt ihr eine Chance zu überleben. Wenn ihr alleine geht, ist es der sichere Tod. Keiner kann euch vor den Untoten, vor den Trollen, Riesen beschützen. Wir können es und werden es. Eine Frau ruft, aber wir können doch unsere Kinder nicht in die Schlacht führen. Das hat auch keiner gesagt, dass ihr das tun werdet, denn wir werden euch beschützen. Und die Menschen, oder besser gesagt, die tapferen Krieger, die kampffähig sind, können wir verstärken. Wie denn? Ganz einfach. Kind Midgards. Wir sind Asen, oder besser gesagt, wir sind halb aus Midgard und halb aus dem Asenreich. Wir sind die Brücke zwischen beiden Reichen. Wir können Fähigkeiten an euch abgeben. Wir können euch besser und stärker machen, damit ihr besser gegen die Feinde Midgards kämpfen könnt. Versteht ihr? Aber wie? Das werde ich euch noch zeigen, zu gegebener Zeit. Tuva ruft von hinten so, ich glaube, was sie jetzt brauchen, ist eine Demonstration. Ich kann euch sagen, es gibt ein gewisses Ritual. Wenn wir es richtig vollführen, können wir euch einen Teil unserer Macht schenken. Und je mehr Macht ihr von uns erhaltet, desto mehr könnt ihr halt euch verteidigen. Bis ihr uns gar nicht mehr braucht. Es steht einer auf. Das ist ein, ich würde sagen, kein schmächtiger Typ, eher ein drahtiger Typ. So 1,80. Der trägt eine zerfetzte Jeansjacke und auch eine total dreckige Jeansjacke und zerlatschte Schuhe, so wie die alle so, ne? Hat lange, fettige Haare, kommt zu dir und sagt, zeig's mir. Zeig's mir und ich mach mit. Wenn du mir das beweisen kannst, was du sagst, mache ich mit. Du willst einen Beweis meiner göttlichen Macht. Wie ich dass einen Teil meiner Macht deine, an dich weitergeben kann. Genau, dass du göttliche Macht hast, haben wir alle gesehen. Und von denen so, ja, genau, das war voll cool. Aber beweis uns, dass du das an uns weitergeben kannst. Dass wir eine Chance haben gegen Trolle und Frostriesen. Wie du willst. Du willst eine Kostprobe meiner Macht, so sollst du sie erhalten. Und während das Matteo sagt, beißt er sich halt ins Handgelenk und sagt, nimm einen Tropfen meines Blutes und dann gehörst du zur Sippe der Asen. Der guckt sich ein bisschen unsicher um. Guckt auch euch an. Du hast es so gewollt, sage ich nur zu ihm. Jetzt zögere nicht! Wie ein Vampir so? Du sollst nur einen Tropfen trinken. Das ist voll eklig. Hat auch keiner gesagt, dass es angenehm ist. Willkommen bei den Asen. Du wolltest, jetzt tu es. Ja, er ist offensichtlich ein bisschen eingeschüchtert, weil er jetzt irgendwie hat die Fresse aufgerissen, das muss er auch nachziehen. So.
geht da so hin und nimmt irgendwie so deine Hand und guckt sich noch so um, so. Und dann merkst du, wie er so vorsichtig über die Wunde an deinem Arm leckt. Kitzelt so ein bisschen. Oh Gott, kannst du das bitte machen? Aber dann dockt er wirklich an und fängt an zu trinken. Aber richtig. Und du merkst, dass sich das plötzlich nicht mehr angenehm anfühlt. Genug! Ich habe nur gesagt, eine Kostprobe! Ja, du siehst, dass seine Augen, dass sich die Adern in den Augäpfeln, dass sie rot werden. Und er sagt, ich will mehr. So, und versuch deinen Arm nochmal zu kriegen. Oh, wie meine Kirsten tanzt. Ja, versuch nochmal nach deinem Arm zu greifen und weiter zu trinken. Ja, ich würde ihn dann wegstoßen. Sagen. Ich hab gesagt, eine Kostprobe nur. Ja, er steht da. Und ihr könnt sehen, wie es dauert ein bisschen, bis sich das durch seinen Körper quasi bewegt hat. Und dann könnt ihr sehen, wie plötzlich seine Adern sich so ein bisschen verfärben. Und wie die Muskeln halt so ein bisschen hervortreten. So, und wie er plötzlich so anfängt, sich zu verformen und auf einmal so Fell entwickelt und seine Schnauze sich verlängert, als hätte er so die Gestaltwandelfähigkeit, aber nicht die Fähigkeit, die zu kontrollieren. Ich blicke rüber zu Matteo. Und ich schieb ganz schnell den Ärmel über meinen blutigen Unterarm und lass den so hinter den Rücken verschwinden. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu dick aufgetragen. Ja, und aber dann bildet er sich wieder zurück, als er irgendwie so, offensichtlich braucht er so eine Art psychische Kontrolle. So, es dauert ein bisschen, bis er sich gefasst hat. Er atmet tief durch. Und meint so, ich kann spüren, wie es durch meine Adern fließt. So, und dann greift er zu so einem Stahlträger, der da irgendwie so ein Vordach von so einem Laden hält und biegt den einfach um. Und alle ein Raunen geht durch die Leute. Und er fängt an, irgendwelche Dinge hochzuheben. Seht ihr, das ist bloß ein Teil meiner Macht, die ich ihm nur gegeben habe. Und wie gesagt, wenn ich jedem kampffähigen Mann das hier gebe und jede kampffähige Frau, haben wir eine reelle Chance, Midgard zurückzuerobern. Ja, der dreht sich um und sagt, ich bin Tom und ich bin dabei, sagt er. Und er bricht wieder irgendwas kaputt. Hebt irgendwelche Dinge hoch, die viel zu schwer sind. Ja, und ein paar Leute, die fangen jetzt an, die Faust hochzurecken und fang an, Matthäus' Namen zu rufen. Und Halvors Namen und Brynjas Namen und Sannys Namen. Und ihr seht aber, dass Sverre echt massiv unzufrieden aussieht. Ich trete neben dich und blicke auch runter zu den jubelnden Leuten. Eindruckende Vorstellung, Matteo. Eindruckende Vorstellung. Danke. Und mit dieser Hochstimmung
löst sich die Versammlung auf. Die Leute ziehen sich wieder zurück. Und wir beenden für heute.